Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Genshin Impact. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das hier hochladen werde oder nicht. Aber für den Fall, dass es hier hochladungswürdig ist, tue ich es mal hochladen. Ich werde es so oder so mal aufnehmen, aber mal schauen, ne? Und zwar ist gerade hier ein Event am Laufen. Ich glaube, das ist storymäßig ein bisschen wichtig. Ich weiß es nicht. Es dauerte nur 20 Tage, ne? Übrigens neue Gacha, ne? Nahida und 2000 in der Gacha Charaktere, die ich alle habe, habe alle 4 Sterne Charakter auch. Von daher keine Gacha für diese nächsten 20 Tage. Ja, wir gucken uns das mal an, ne? Was das hier ist. Das Event hat, glaube ich, nur 20 Tage gedauert, ne? Deswegen kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass hier ein super großes Event ist. Aber je nachdem, was hier passiert, werde ich da vielleicht hochladen oder nicht. Deswegen gucken wir mal. Gib mir deine Gedanken. Ja, man kann Gedanken lesen mit Nahida. Ja, natürlich laufe ich mit Nahida rum, weil es irgendwie um sie geht. Da sehe ich schon einen Haufen wichtige Charaktere. Dann Beidou, Clay, Tinari und Candice. Ja, was geht? の担当は覚えたね。じゃあ、手分けして行動しよう。もう一回念を押すけど。あ、それであれだけ隠して。私たちは。あ、これベイドが言ったやつだよ。いざ、本当に直すベイド。おそらくそのような事態にはならないかと。オッケー、これ。ただの例え話だよ。 私の言いたいことは分かる。やっぱりちょっと心配だな。絶対に口を滑らせはしないけど、もし何の前触れもなく背後に現れて、もしそれに気づけなかったら。みんな、ここで何してるんだ？私何も知らないし、何も話してない。秘密を隠したりなんか絶対にしてないから。 落ち着いてこれ。せめあるです。まずは誰が来たのかくらい確かめないと。お、旅人にパイも。ここで会えるなんてな。びっくりした。授業中にぼーっとしてたら後ろに師匠が立ってた時よりも焦ったよ。家臣探査に参加するためスメールに戻ってきたのですか？ Hatte sie schon echt immer diese Stimme? お祭りの間だね。しかも、せっかくなら友達と一緒に過ごしたいなって。だから、ええ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 、
しいものをたくさん見て、美味しいものをたらふく食べられそうだぜ。それはそうと、さっきは何の話をしてたんだ？秘密とかなんとかこそこそ話してたけど。近くに。Sag es uns. いい？誰にも言わないでね。Aber ihr habt alle mehr als. Okay. Nur wir drei? Okay. Das sind nicht sechs Augen. Das sind zehn Augen. Also drei, ne, zwölf. Surprise を用意しようと考えてるんだ。バースデーサプライズ。Mein Charakter. リシアの提案なんですよ。ああ。ドニアザードと話してたら。Du hast ja gesagt. Mein Gott, lange haben wir die schon nicht mehr gehört. Sie sei ein NPC-Charakter. Du hast ja gesagt, eine gute Idee. Wenn wir uns dann fragen, dann geht es schnell. Surprise, da kannst du nicht wissen, dass du nicht weißt, dass du ちょっとしたことで感づかれるかもしれない。そうだな。で、いつまでこんな風に話せる。Oh, wehe, Wanderer kommt hier nicht vor.
Wanderer ist ja mehr oder weniger. Naida ist ja mehr oder weniger Wanderers Mutter. Also in der Fandom jedenfalls wird er immer so porträtiert. Aber wir müssen den Mund halten, Paimon. Ja. Paimons Stimme ist so viel lauter als jeder andere Charakter. So, Schenke Überraschungen. Alles klar. Ich habe so viel, gibt es wieder Minispiele und was weiß ich nicht alles, ne? Und wieder dieser eine Bildschirm, ne? Wahrscheinlich. Ah, oh, die Musik. Oh. Mal ein Foto machen. Aber ja, alles. Oh. So viele schöne Bilder hier. Alles für Naida ausgezeichnet. So, muss ich dann jetzt hier wieder Minispiele und so was machen? So. Dann würde ich erstmal mein Team ändern, wenn. Wenn der ja hier mitmacht, dann packen wir der ja hier rein, ne? So, Schatten der Ritterklinge. So, ich würde dann wahrscheinlich hier, wir müssen wahrscheinlich wieder eine Dutzend Minispiele und was weiß ich nicht alles machen, ne? Warte mal, wie viele haben wir heute? Wir haben, glaube ich, den 29. September, ne? 27. Ne, Oktober haben wir schon, genau. Wir haben schon Oktober. Ich habe gerade gehört, mein Kalender ist noch auf September. Wenn ich bei mir ja hängen habe. Okay, dann macht es Sinn. 27. Oktober. Oh, dann war der ja vorgestern schon. Nein, ich habe die verpasst. Da geht ja mal so eine E-Mail hier von den Charakteren. So, alles klar, Leute. Ich habe jetzt hier mal mit ein paar Leute hier geredet, ne? Und schon wieder mal ein paar Gespräche angefangen, ne? Da waren diese typischen so hier so Minispiele und ja, natürlich war es immer so, oh, wir haben ja dieses Minispiel vorbereitet, wenn uns doch noch jemand helfen könnte, ne? Oh. Und ja, mit denen habe ich jetzt mal kurz geredet. Das sind ja wieder diese drei Quests hier, die ganzen hier bei jedem Event diese Minispiele hier aktivieren, die wir hier alle spielen können, ne? Aber darum kümmern wir uns jetzt nicht. Wir kümmern uns mehr um die Story-Elemente von dieser Quest, ne? Und dafür müssen wir mit Candice einkaufen gehen, so wie ich das verstanden habe. Mal gucken. Je nachdem, wie lange das dauert, ne? Gucken wir mal. Ob ich da alles hier so reinpacke. Im Minispiel werde ich vielleicht offscreen machen, damit ich jetzt hier nicht wieder so ein 5-Stunden-Party habe, ne? Mal gucken wir mal, was hier abgeht, ne? So. Wir gehen shoppen. ここはパレードの終点になるそうです。前もって屋台を出しているところがたくさんあるので、いつもより賑やかなのでしょう。パール村からも多くの商人が来ていますよ。みんな家臣探査を楽しみにしているようです。ひひ、なら買い物は心配いらないな。握りはオイラたちに任せろ。はい、お願い。Stimmt was nicht? Nein,
心配をおかけしてすみません。まずはあそこのお店に行ってみましょう。Ja, solange das nicht genauso abläuft wie damals beim Sub-Zero-Fest in der Story, wo wir immer wieder die gleiche Cutscene gesehen haben, was absolut nervtötend war. Bin ich mit allen zufrieden, ja, ne? マサラチーズボールとポテトボートを3つずつ、パニプリを10人前、それからカレーシュリンプを3つお願いします。ちょっと待ってて、メモしとくから。ポテトボートにパニプリ、よし、オッケー。それにしてもかなりの量だね。ええ、これだけの量ですし、少し負けていただけませんか。ああ、もちろん。全部で29000モラだが、26000モラでどうだい。2万モラにしていただけませんか。え、あ、わ、しーしーたすえひどい。それはちょっと困るよ。パレード当日はお客さんも多いし。え、それはダイナグッテン。取っとくんだから。そうですか。では、そもそも5つ追加しましょう。なんとかお願いできませんか。What? Nein? Das wird den Preis erhöhen. わかりました。ありがとうございます。とんでもない。キャンディスって、オイラたちより値引きがうまいんじゃないか。Das ist echt nötig, irgendwie zu falsch, ne?他にも何か。いえ、ただコンロを点検してみてください。長く使っていると安全面に懸念が出てくるかもしれませんので。なあ、ありがとう。だが今日新しく燃料を変えたばかりだから、その心配は。リーズンクナルペン。大丈夫ですか。あ、平気だ。ありがとう。でもおかしいな。あの、送風機が壊れてはいませんか。その可能性はあるな。この間も似たような事故がうちで起きたし、送風機を変えたばかりだっていうのに。今度は後で点検してみてください。ひとまずお怪我がないようでよかったです。Hier sind so viele Bäume, ne? Weißt du eigentlich, wie gefährlich das ist? Ja, da ist es. Okay, so kann ich auch nicht. So, wenn ich dem, okay, so ein Joko, was hat er? Maus, was ich hier kriegte, kriegte er, wie sie nicht singet, aber ne? Kyoju Nikonlo, Shuri Stokkara, Kashin Tansai, Tojits, no Chumon, Niwa, Ekyo, Shinai, Hazda, Simpai, Shinai, de Kre. Moody says, Anzen, O, Yusen, Stekrasai. Uchkin, wa, Koko, Nioi, Tokimas. Ah, Arigato.Okay. Hat sie wirklich irgendwas gemacht? Woher hast du erkannt, dass es mit dem Herd etwas nicht stimmt? Sie hat irgendwie gar nichts gemacht. Sie hat ihr Schild hochgepackt. Hat sie Wasser drauf gestreut mit ihrem Element? Und ich habe nichts gesehen. Ich habe nur gesehen, wie sie ihr Schild hochgehoben hat und dann wieder weggepackt hat. キャンディーを作るのに必要なフルーツを買いに行きましょう。久しぶりにオルモスコ。Ich merke irgendwie den Rhythmus von jeder Genshin-Cutscene irgendwie. Wir müssen immer erst mit drei Leuten reden, ne, um irgendwie das Problem, um auf das Problem aufmerksam zu machen, worum es in dieser Cutscene geht irgendwie, ne. Jetzt kommt wieder irgendein NPC, ne, oder irgendwie. Ich weiß genau, was jetzt als nächstes passiert. So, jetzt machen wir, ja.Wie vorhin. Es kommt gleich wieder ein NPC. Dieser NPC hat irgendein Problem, das wir retten müssen, ne? Und ja. Läuft immer irgendwie genau gleich ab, ne? Es sind immer mit ein paar NPCs irgendwie das Problem,
erklärt, was passiert ist, und dann erst. Dann wird es wahrscheinlich erstmal eine ganze Weile nicht erwähnt, ne? Und erst dann wird das Problem gelöst, ne? Papa und Mama waren am Hafen. Ich war müde. もう大丈夫ですよ。遊ぶときは周りに気をつけてくださいね。早く親のとこに戻りな。うん。ここに箱を置いたのは誰だ？お、俺だけど。道路脇に重いものを積むなと言ったはずだ。一体どういうことだ？ すまない。最近荷物が増えてきて倉庫に置き場がなかったから。ああ。すぐどかすよ。次からは気をつけるから。はあ。助かったよ。俺の監督不足だ。キャンディスさんがいなかったら大事故になりかねなかった。 お気になさらないでください。ここ一帯の安全を守ることはきっと大変でしょう。ましてやお祭りの時期ですから、お手数ですが、引き続き気を配っていただければ助かります。過信探査の間は何も使っても足りないぐらいだ。ああ、誤解しないでくれ。キャンディスさんのアドバイスは鹿と胸に刻んでおこう。買い物中だったんだろ。これ以上邪魔はしないでおくよ。じゃあ祭りを楽しんでくれ。 Sie hat ein Millenniumsauge. Sie hat wahrscheinlich das Millenniumsauge hier. Als hättest du die ganze Zeit gewusst, was passieren würde. Da oben. Sie hat das Millenniumsauge. Das ist so eine Millenniumsauge. Das Auge der Prophezeiung. Also ja, sie hat ja auch ein anderes Auge, genau. しかし、今朝からしきりに何らかの場面が見えるようになったのです。そして数秒後には現実に。他の人は知ってるのか？いえ、この現象が予知かどうかまだ確信はありませんし。 みんなに余計な心配をかけたくはありませんから。まあ、まずプラス暗号ファン。特には何も。いつも通り一日の仕事の手配を終え、神様にお祈りを捧げてから待ち合わせの場所に向かいました。強いて言うなら道端で綺麗な宝石を買ったことぐらいでしょうか。いや、理解は大体だ。わあ、確かに綺麗だな。いや、ちょっと安心。あなたも気づきましたか？ 宝石から特殊な元素の痕跡をかすかに感じます。いや、実は、ガンズオブザシーだった。シュマイスターベック。その可能性はあると思います。もしよかったら、宝石を手に持って試してみてくれませんか？オッケー。I can see the future. だから、そうですか。誰にでも起こる現象ではないようですね。何らかの条件が必要なのかもしれません。それともアフマル様の民であることと関係しているのでしょうか。他のやつに聞いてみるのはどうだ。過信探査の準備で忙しい時期ですから、できればこういったことで。ちょうどここ数日は任務も多くありませんし、 ちょうどここ数日は任務も多くありませんし、自分で調査すれば済むことです。ああ、だ、もう一回調べてね。ガーディアンたる私の責務でしょう。もう一回なお、ヘルフ。ありがとうございます。あなたがいてくれたら私も安心です。まるで夜に仲間と焚き火を眺めているかのように。とりあえず買い出しを済ませてから石の情報を集めましょう。石の出所については商人に聞けば教えてくれるはずです。 商人といえば、あの情報通の大商人がいるよな。モラをかっつり持ってかれるだろうけど。ドリー。もしかして、ドリーという名の方でしょうか。アール村でもその噂は耳にしていました。じゃあ、リバーのシュテンベルフォン、イヤー、アンスタッドフォンケンデス。ただ、
目がないやつだから。Wo ich Dori auch schon lange nicht mehr benutze. Ich kaufe die Früchte auf der Einkaufsliste. Die Verkäufer verraten euch, wo ihr Dori finden könnt. Okay, dann lasst mich raten. Wir finden die. Kenneth sieht schon wieder, kriegt Kopfschmerzen. Oder passiert wieder ein Unfall. Und wir reden mit Dori. Ne? Irgendwie so weit. Also immer diese Etablierungs. Katzen so. Da sind immer irgendwie drei Katzen, habe ich so Gefühl. Wie komme ich da hin? Weiß nicht, wie ich da hinkomme. Kann einfach rüber schwimmen, aber geh bei mir hoch. Ich will irgendwie mal die Sprachausgabe auf Englisch stellen, einfach nur mal um zu gucken, ob hier wirklich keine Leute am Reden sind während der Katzens. Fällt mir gerade ein, ich sollte vielleicht mal ihr. Man kann sich die Cutscenes ja anschauen, ne? Nochmal. Aber letztes Mal war das nicht so. Audiosprache Englisch, ne? Obwohl ich kann ja auch gar nicht nachschauen, ne? Okay. Ich kann ja gar nicht nachschauen. Ne? Die sind nochmal, die sind ja gar nicht aufgelistet irgendwo, die Events. So, lass mich darüber. Mein Gott. Ich hätte mich auf ihn teleportieren können, Mann. Dori! Ja, ich habe mich auf ihn teleportieren können. Haben wir sie nicht zum ersten Mal hier getroffen noch? Suche Dori. Hm. Warum sagst du mir, ich soll ja runtergehen? Zum ist das nicht hier oben? Was? Wo ist das unter mir? Das ist unter mir, ne? Mein Gott. Ja, komm her. Wo bist du? Ne? Wo ist er? Da ist er. Und sie ist gerade oben rechts an meinem Bildschirm. Jetzt nicht mehr. Kopfschmerzen. Ne. So eine Gremlin-Stimme. Die müssen echt das Lip-Sync mal irgendwann beheben, mein Gott. Die Charaktere immer mit geschlossenem Mund da reden zu sehen, ist so merkwürdig und so awkward. Warum sind ihre Dialoge so lang? Alter!変わった宝石を購入しまして、これを加工した人がどこで原石を手に入れたのか、商人にお聞きしたいのです。ちなみにその方の名前はメモしてあります。ああ、人探しですわね。うん、手間がかかるタイプですので。 それなりのものが必要になります。もちろん万能と名高いドリーさんが直接石の由来を調べてくださっても構いません。相応の報酬はお支払いしますので。利益は少ないですが、人探しは当然。
した手間じゃありませんわ。宝石を加工している知人たちに聞けば、済むでしょう。あ、そんなこと言われても、この類の情報は企業秘密ですから。調べるのも一苦労です。一苦労ですの。よろしければ値段をご提示いただけませんか。あらま潔いですわね。ちょいとお待ちくださいまし。Ich frage mich echt, wie ihre englische Stimme klingt. Obwohl, die wird man ja nicht hören, ne? の方には、思い切って譲ってあげましょう。10。そちらの希望価格をご提示くださいまし。5万モラでどうでしょうか。50,000 und 200,000 sogar noch 30 als zuvor auf dem Markt。 どうしましたか。砂漠での相場を言っただけですが。こんな商売をしてたら破産してしまいますわ。そうですか。仕方がありませんね。だから3万モラでどうでしょう。私の聞き間違いじゃありませんよね。そちらのキャラバンがアール村を訪れた際の安全を保証し、一部税金も免除します。いかがでしょう。ビジネスチャンスがコロコロ転がっていますし、カリアの後ろ盾は。Nicht der Witz irgendwie, dass alle irgendwie Angst vor Candys haben? 確かに悪くない取引です。確かに。キャンディスさん、ひょっとしてハール村のために攻撃を行おうと。ただけのつもりでお引き受けします。さあ、Die Textlines sind einfach zu lang. Das macht nur noch awkward. Nur noch mehr awkward, wenn die ganze Zeit diese Stillframes hier sind. Oder die Animationen werden einfach zu früh abgeschrieben. Das Spiel kommt ja aus China. Sind da in China irgendwie die Voicelines irgendwie kürzer oder was?Das kommt so merkwürdig rüber. Da wird nicht so merkwürdig aussehen, wenn die Münder sich der Charaktere noch bewegen würden. おもてなしは500モラの屋台料理で済ませるしかありませんわね。Synchronsprecherin hatte, glaube ich, viel Spaß mit der Performance. また明日来てくださいまし。Übersetzung: Warte einen Tag.Übersetzung: Warte einen Tag. So, egal, Paimon.
Mach dir nicht so viel Gedanken darüber. So eine Sache war nicht. Ich habe mich nicht gewusst, dass ich mich nicht gewusst habe. Ich habe mich nicht gewusst. 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 Alle sieben von ihnen, beziehungsweise sechs jetzt. Beziehungsweise zwei. Die meisten der Archons sind ja alle jetzt retired mittlerweile. Okay. Oh, da war schon der erste Teil, alles klar. Gut. So. Hier ist wieder schon zu viel Dialog für mich, deswegen würde ich sagen, ich tue jetzt erstmal hier den Tag hier weitermachen. 8 bis 10 Uhr stand da, ich weiß es nicht. Einfach nur zu gucken, wo ich hin muss, damit ich da erstmal aus dem Weg gehen kann. Und dann gucken wir uns mal die ganzen Minispiele einmal kurz an. Von jedem Teil hier, damit ich weiß, auf was ich mich hier so vor einstellen kann. Die werde ich dann wahrscheinlich offscreen machen. Ne? Immer noch da, Alter. Kann ich hier hingehen? Ja. So, gucken wir uns mal die ganzen Minispiele an, ne, was wir hier machen müssen, ne? So, mit ihr habe ich geredet. Boom, das ist irgendwie so ein Kutschenspiel, glaube ich, ne? Und dann gucken wir uns mal an, was es hier mit auf sich hat, ne? In der Abenteuerische setzt sich da festwagen. Okay, okay. Oh, das ist. Oh Gott. Was ist das hier? Temple Run? So, ich nehme an, ich muss die Vasen aus dem Weg gehen, ne? Das ist Temple Run, ne? Oder wie heißt das? Ja, okay, da können wir ja noch aufnehmen, nehme ich an. Aber das stelle ich mir jetzt nicht so schwierig vor. Also typisch Events, ne? Da hast du wieder so ein paar Minispiele, die du machen kannst. So. Okay, ich hoffe, er wird ein bisschen schwieriger. Aber ich kann die Steuerkreuz, das Steuerkreuz benutzen. Ich die ganze Zeit Schultern hier. Okay. Ja, mal auch nebenbei aufnehmen, ne? Da war jetzt eine halbe Stunde hier mit den Cutscenes. Perfekt. So, ich habe alle eingesammelt. Bin ich mir ziemlich sicher, ne? So. Herausforderung wählen. Mal direkt weiter. Aber ich schaffe mal alle. Ich sag mal kurz, automatisch Boom in der Nähe ein, wenn du ihn sehen auf der Acker, ist klar. Okay. Ist trotzdem sehr chillig hier. Oh nice. Ich weiß gar nicht, wie viel ich einsammeln muss, aber wenn ich alles einsammle, ist ja schon okay. Wer bist du denn? What the heck is even that? Okay. Ich glaube, da werde ich auch Screen machen. Wisst, wie das Spiel hier aussieht, ne? Nein. Nein. Okay. Da werde ich auch Screen machen. Ich sitze jetzt hier nicht hier. Noch 10 Minuten hier für dieses Minispiel. Wisst, wie das aussieht, ne? Stellt euch einfach das hier vor, nur ein bisschen schwieriger. Ich muss aber dafür sorgen, dass nicht jeder Genshin-Party irgendwie 2-3 Stunden dauert, ne? Will auch gerne mal, weil nicht eine Stunde wäre schon in Ordnung. Aber wisst ihr, wie das hier abläuft, ne? Wie dieses Minispiel abläuft. Ja, wahrscheinlich erstmal die ganzen Cutscenes hier aufnehmen, ne? Bevor ich mich hier die um die Dingens hier kümmer. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt hier aufnehme, weiß nicht. Ich werde gesagt, so wenig Zeit wie möglich hier aufbringen,
damit das hier wieder nicht zu lang wird. So, gut. Wisst ihr Bescheid, wie das Minispiel aussieht, ne? So, stellt euch einfach vor, dass ich hier alles hier erledigt habe, ne? Ich weiß mal, wie lange das hier dauern wird, Cutscene-mäßig, ne? Und dann, je nachdem, ob das nicht zu lang ist oder nicht, werde ich die vielleicht hier reinpacken. Ah, wahrscheinlich nicht, ne? So, ich mache jetzt den Schnitt und ich nehme an, ich habe jetzt hier die erste Quest abgeschlossen, ne? War die erste, ne? Da kommt die zweite. Kann ich die überhaupt schon machen? Ja, ne? Und dann sehen wir uns dann, wenn ich hier ein bisschen was weiter aufnehme. Ja, gut. Also, bis gleich. So, weiter geht's. Ich habe wieder ein, zwei Tage Pause gemacht. Und jetzt machen wir weiter, ne? Wir müssen mit Dory sprechen, ne? Die ist, glaube ich, immer noch hier unten, ne? Dann lass mal schauen. Wir wollten uns ja irgendwie, wir sollten ja Informationen herausfinden, woher Candice diesen Stein er hat, wo ich sie in die Zukunft sehen kann.私も早く到着したので、例の話はもう済ませてあります。ドリーさんはアールムラの通行証と減税証明書を受け取ると、すぐに出発されました。あいつ、いつも無駄にしないんだな。それで宝石の出所は分かったのか？ええ、スメールの宝石商から情報を聞き出してくれました。 その石は数ヶ月前、砂漠の洞窟で見つかったとのことです。名もなき、その遺跡は損壊が激しく、壁に書かれた文字も識別できないほどだったと。ただ、もっと気になるのは、似たような宝石がもう一つあるという点です。もう一つ？発見当時、宝石は真ん中のあたりにひびが入っていたそうです。 宝石を加工する職人。じゃあ、irgendwo draußen hat noch jemand das Millennium ins Auge。いっそ、それを似たような形になるよう、二つに切断しました。じゃあ、その傍れはどこにあるの？私もそれが気がかりなのです。もし本当に宝石に未来を予知する力が秘められているのなら、悪党の手に渡った時、大変なことになりかねません。ちょうど今朝、砂漠で襲撃事件があったと聞きました。 かなり偏僻な道を進んでいたキャラバンが襲われたそうです。その事件がもう一つの宝石と関係あるとは思ってるのか？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 その事件がもう一つの宝
Voraussagen. Oder die haben sich vorher informiert. Also es ist ein bisschen sehr an den Haaren herbeigezogen, aber es ist wahrscheinlich genau der Edelstein, ne? Aber natürlich ist es das. Langsam verstehe ich, warum es Candace hier als Gratis-Charakter geben wird. Während des Events. Weil ihre Rolle so groß ist hier, ne? Warum packen wir nicht mal Faro-san in irgendein Event rein? So in dem Vordergrund. Von Faro-san gibt es irgendwie gar nichts so storymäßig, glaube ich. Ich meine, es gibt eine Story-Quest, aber. Es gibt doch mal einen Charakteren, die noch nicht so viel Zeugs haben, ein paar Events. Geh zum Tatort, alles klar. In der Wüste, hat sie gesagt, ne? Hier. Ist alles so weit entfernt. Okay. Ja. Aber mit den Füßen in den Dreck. Ugh. Furchtbar. Warum hat die Göttin keine Schuhe an? Na, jeder sieht man wahrscheinlich nur in den letzten 5 Minuten dieses ganzen Events, ne? Für Wetten. Habe ich ja schon alles. Wir fehlen immer noch Schatztruhen irgendwo in Sumero. Ich habe noch nicht 100% überall. Ich habe keine Ahnung, wo die sein können. Ich habe schon alles abgesucht. So. Ja.
Wow. Warum sagst du jetzt die ganze Zeit immer wow? Nein, ist eine Blume einfach am Brennen. Wir konzentrieren uns darauf. Oh. Ich spüre eine vage Spur von Elementarenergie. Dann kam er aus meinem Controller. その力を利用してキャラバンを襲い、不義の富を気づく者もいます。割れた板があるぞ。キャラバンの輸送車から外れた木の板のようですね。焦げた跡もあります。爆発でも起きたのでしょうか。あちらにある痕跡はまだあまり時間が経っていないようです。道に沿って調べていきましょう。Alles klar. Oh, da ist sie. Kann ich deine Gedanken lesen? Ne, spielbare Charaktere. Wir sind immer still. Ja. Okay. Weiter geht's. Soll ich mit der hier rumlaufen?Was ich aus der. Dieser einzige Charakter, den ich hier aus der Wüste ab. Bis mal hier für. Ich bis mal Candice spielen oder. Oder Sino. Oder wer noch? Ich glaube, da war es eigentlich schon, ne? Es gibt eigentlich gar keine Sumero-Wüsten-Charaktere. Weil es gibt ja zwei verschiedene Truppenaufstellungsbildschirme, ne? Einmal hier für die Wüste und einmal für den Wald. Und der ist die einzige, die jetzt hier vom Wüstengebiet ist. Oben rechts hier bei meinen Charakteren. ガーディアンってのは俺たちを守る存在だろうが。あ、そう。Ehrlich? Du sagst einfach so laut? すまんすまん。みっともないところを見せたな。Hat echt niemand gehört? まだ襲われたショックから抜け出せてないんだ。いえ、さぞ辛い思いを。Ehrlich? Niemand von uns hat das gehört? ところで、今日はここで漏洩されるおつもりなのですか?キャラバン宿駅はそう遠くないはずですが。ああ。あまりに悔しかったからな。仲間たちを呼んで襲った奴らを懲らしめてやろうと思ってるんだ。あ、ライトリー stimme von dem。品も取り返せるだろう。食料もあまり残っていないようですし、この状況では冷静さを保つことが大切です。砂漠では衝動的な人間たちがいることもありますので、どんな荷を運ばれていたかお聞きしても。危険物だよ。何言ってんだ花火だろうがだって箱に危険物って書いてあっただろう当たり前だろ花火に食品って書くのかはあすまんなこいつちょっと抜けてるところがあるんだ気にしないでくれキャラバン宿駅の衛兵に知られたらまた問い詰められちまうSo kommen die verkohlten Stelle auf den Brettern vom Feuerwerk? Hanabi, wo? Dochira, Hakobo, to steht da noch, Disco? Sabakuniar, Shuraksa. Kasin Tansai, no, Jikidakara. Oiwa, yo, to steht, Saikin, Chumonga, Oinda. Orela, mitaina, Chisana, Showa, yo, steht, Tokomo, Okobore, Niazkare, Hodena. Daitai, wa, Kyoriga, Tokte, Ken, Sare, Chumon, Nandaga. Naruhodo. Mosiroskereba.事件発生時の状況を聞かせていただけませんか?ああ、別に構わないぜ。遠回りして、偏僻な道を選んで進んでたら。辺り一面のつる草に足止めされたんだ。つる草?砂漠につる草が入るわけねえだろうが!車輪が砂にはまって動かなくなっちゃったんだ。Oh my God. Sind unsere Charaktere echt so blöd? その後急に空から爆弾が落ちてきた。クレー。黙ってろ。
さっきの衝撃で頭のネジでも外れちまったのか。こいつのことは気にするな。ショックでわけわからんことを口走ってるだけだ。俺らの足止めに成功した奴らは火のついた矢を放ってきた。それに花火が引火してもうてんやわんやさ。その隙に奴らは荷をかっさらっていった。強盗の姿は覚えていますか？いや、あの時は逃げるのに精一杯だったし、砂ぼこりで何一つ見やしなかった。Klee kommt irgendwie in jedes Event vor, habe ich so gefühlt. Moskaste, Koreto Nitamono de Soka. So, 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 soここはやはり安全を優先し、キャラバン宿駅の衛兵に状況を報告することをお勧めします。感情に流されて無謀な行為に出るべきではありません。Also die doch unschuldig. Die machen nicht sehr, die machen echt nicht den Eindruck, dass sie unschuldig sind. 行きましょう。Gehen wir? Wohin gehen wir?ここまで来れば聞こえないでしょう。旅人さん、どう思いますか？Ich bin mir nicht sicher, wer die wirklich sind. 同感です。先ほどの人は何かを隠しています。彼らが運んでいたのは花火だけではないでしょう。そして今、その危険物が正体不明の強盗の手に渡っています。悪党同士の抗争か？あり得る話です。強盗たちがなぜ危険物を奪ったのか、一刻も早く解明しなければなりません。Das Sub-Zeros festdrückte er. あなたの心配もわかります。相手は待ち伏せの位置を正確に定め、行動も非常に効率のいいものでした。宝石により、Was für ein Zufall! Natürlich, genau klar, hat wir genau das erste Wort für absuchen. Genau das ist das, was wir suchen. みんなにも相談した方が良さそうですね。ただその前に、一度キャラバン宿駅に行って衛兵に報告しましょう。OK。Na dann gehen wir mal dahin, boom。お二人はここで少し休んでいてください。衛兵と少し話をしてきます。Es ist eigentlich nur eine kleine Companion Quest für Candace. So, für.過信探査を無事に過ごせたらいいけど。今の。しぼしてべたふんでんや。大マハマトラとしては見過ごせないな。セノ、なんでここにいるんだ？ああ、公務中でな。ある奇妙な強盗事件を調べている。え？もしかしてセノもあの事件を？Sie sah das wohl durch ganz schön ins Zeug legen。俺なら平気だ。道中。パチサラプリンを買った。後で食べるつもりだったんだが、いるか？いいのか？ありがとな。味はどうだ？パチサラプリン、うまみたっぷりんだろ。変なこと言うから忘れちゃったじゃんかよ。お前こそダジャレたっぷりんだぞ。Vielleicht der Löffel im Pudding bringt die Wahrheit ans Licht. Ich verstehe es nicht. Macht wahrscheinlich mehr Sinn in Japanisch oder Englisch, keine Ahnung. Ich weiß, er macht sehr viele Wortspiele, ne? Ich glaube, einige von denen fallen ein bisschen flach wegen Übersetzung und so, ne? Muss ja improvisiert werden und so.わかった。あとは俺に任せてくれ。Wir sind schon sofort tot。これから何か予定はあるか？おう、キャンディスと一緒に帰るつもりだ。その後はみんなと一緒に散歩へ。バイバイ。散歩？でもしようかなって。Zainos、Zainos、oh ja、Zainos Einsatz
Diese Orte sind nicht weit von Naida entfernt. Hat die Nari ihm etwa von der Überraschung erzählt? Ich wusste, dass Paimon alles ruinieren wird. Ich habe schon sofort gewusst. Weil sie keine Münder haben und nicht reden können. Okay, der war schon besser. どうかしました？ セノさんはむしろ楽しげな表情ですが。変わりないか。旅人からことの経緯は聞いた。あとは俺に任せてくれ。ただ午後の予定を聞いたらはぐらかされてな。午後ですか。オルマスコーに行ってサプライズの準備をしますが。 Er weiß auch nicht für ihn. Es waren genau drei Witze. Jedes Mal, wenn ich die Story in Genshin weitermache. Ja, ich liebe so viel Dialog. Natürlich tut meine Nachbarin jetzt wieder anfangen, Karaoke zu singen. Schon gewundert, was ist das für ein ohrenbetäubender Lärm, den ich höre. Treffen wir die ganzen Charaktere nochmal. Wupp, wupp, wupp. Ne, ich muss runter. Egal. Schätze, nö. Okay. Genauso sieht es hier übrigens auch in Sumero jetzt aus, hier mit der ganzen Dekoration. Ich nehme an, da müssen wir auch mal irgendwann hin, ne? Irgendwie ist da ein neuer Teleportpunkt in Sumero, aber ich habe mich da nicht hin teleportiert. Also irgendwann müssen wir bestimmt mal wieder Arbeit machen, ne? あちらの路地から。 人が2人現れるのが見えました。しかも、まあ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 、ま
Ich dachte, du siehst immer noch Unfälle.
サイン。発芽を送る。おい、聞いたか？だいぶ物騒な話をしてるみたいだぞ。もう少し近づいてみましょう。Wenn jemand den mal kennen, wenn wir schon jemanden sehen, ja. Ne. Bestimmt was vollkommen harmloses. Sono Keikaku, akirame nasai. Ja. Wo ist denn da?Alles klar. Ich habe im Hintergrund irgendwie so ein NPC gesehen. Ich dachte, die meinen den. So, so, was ich gar nicht weiß. Kimi, was so kann ich dir gerade? Oh, so, 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 so,Wo wir Faro-san kommt auch nicht mal hier vor, ey. Ich mach Faro-san in irgendeinem Event sehen. Mit Cutscenes und so. Das sind alles schon Charaktere, die wir durch die Story kennen. Aber wäre doch jetzt die Idee hier mal andere Subaru-Charaktere. Oder hier, Layla. Die habe ich noch nie irgendwo gesehen.教令員の新入生たちが進んで先輩のコーヒーを買いに行くことを知り、そこから想像が膨らんで自身の扱われ方に不満を抱いたのかもしれない。そんなわけないだろ。僕はあいつを助手扱いしたことは一度もない。もしかするとコーヒーを買うときに何かあったんじゃ。そのせいで家出をしたとか。そして機械としての生涯を振り返った。ますます怒りが湧いてきて、二度と帰らないと決断したのかもしれない。おめでたい想像力だな。でもメラックは僕が作った。そんな冷徹なわけがない。それに毎週丁寧に手入れだってしてるし。それで君はあいつを探すためにオルモスコーまで来て、書類を回収しに来た俺にばったり出会ったりしてる。まあそこについてはちょうどよかったよ。プランが完成したから目を通してくれないか。自分の腕に自信があるんじゃなかったか。そうじゃなくて、このコースで問題を見てほしいんだ。残念ながら当日のフロート車のコースについては。つまり、やつはオフスファインは準備を手伝うよう教練員から言われているだろう。その気はないのか。職務外のことだからな。知らなくて当然だろう。この俺を説得できるとでも。それもそうだな。まあいい。最後の爆発のプランだけでも見てくれ。爆発？ああ、僕が設計したキャンディータワーが時間きっかりにフロート車にぶつかって爆発するんだ。そしたら、こんな手柄などしてキャンディーを周囲に発射するというものでね。Die Süßigkeiten sind also richtig feste Bonbons。爆発じゃなくてクラッカーみたいなものだ。食品工学の Leute sterben links und rechts. キャンディーの材料とタワーの外装が芸商花で折った布のように。なあ、皆さん、ジェリービーンドゥヒッティンコップグッチッチッチッ。サインを出すことで遠くにいるメラックが装置を起動させ、指定位置で爆発が起こるようになっている。爆発のタイミングを。暗くさなりデビ様の乗ったフロート車が通るときにサインは出される。そのタイミングであれを押し出してバーンって寸法さ。もう welche風向きとしてもう welche zeigen was vor zwei Minuten passiert ist。その辺は織り込み済みだ。それらの要素をクリアする装置をキャンディータワーに仕込んである。失敗はしないだろう。はあ、なんだそういうことだったのか。君たちは全く違うことを想像していたようだな。Offensichtlich。それは。Wir dachten, ihr wärt Terroristen。
来が見える能力？どうも怪しいな。うん、実に面白い。その能力をもとにまだ見ぬ現実に仮説を立てたが、結果が違っていたというわけか。おそらく問題は結果にあるとは限らない。どういう意味だ？もっとわかるように言ってくれよ。もしキャンディスが見た光景が未来ではなく過去だったとしても、同じく説明がつくということだ。過去？ジャハンギルは前にも送風機が故障したことがあると言っていたのだろう。彼自身の話からも伺えるように、その装置が壊れた時の状況はそう変わりないはずだ。それから過信探査の影響で、ここ最近のオルモス港はどこも世話しない。Das klingt schon ein bisschen dämlich, wenn ich ganz ehrlich bin. Was mit euch beiden? Das klingt ein bisschen sehr. Wirklich?それもあるな。だが、wir schon, dass es in diesem Spiel Geister und Monster und Drachen und sowas gibt, ne? Aber in die Zukunft sehen, das ist irgendwie außer Frage. Sie hat wortwörtlich das Millenniumsauge an ihrer Stirn. Da. しかし、二つの可能性を念頭に置いておいた方がいいだろう。もう一つの視点か。ああ、そうか。メラックは君のことが嫌で出て行ったんじゃないか。天才的だな。まるでメラックが昨日今日俺と知り合ったかのように言うところが。確かに君の声を識別できるよう設定してあるし、ずっと前から知っているはずだ。なら別の事情があるってことか。カーベ、メラックが行方不明になったって本当か？じゃあ今こっちに向かって飛んできてるやつって。え、どこに行ってたんだ。Ach, das ist in seinem Koffer. Das ist in seine Waffe. Da kommt irgendwie so ein Schwert raus. 他を当たってくれていた。変えなくても別に構わないのに。そこまでしてくれるなんて。Ja, er ist wirklich hartnäckig.いえ、ただアルハイゼンさんの仮説は確かに一理ありますが、砂漠で強盗に襲われたキャラバンの。In der Vergangenheit gab es schon viele Raubüberfälle in der Wüste. Da kommt die Nari. Was geht? もう来てたんだね。みんな。Es müsste nur noch Sino hier vorbeikommen. Dann haben wir den ganzen Bro Club hier.Hängst du auch mal, da war da auch mal irgendwie so ein Event oder so. Er hat, glaube ich, gerade angefangen, als ich wieder angefangen habe zu spielen. Da habe ich das noch nicht erreicht, weil ich nicht in Sumero war. Pff, einfach weg. Okay, geh zum Treffpunkt. Na klar. Wir sind schon hier beim Treffpunkt. So.Fausan! Endlich mal! Ja! Genki, bei no Wakamonoga, Toshioita, Senpai, o Mataseruto, no? Fausan, Senpai! Jitua, Aru Mondai, Nizite, Hanna. Wenn ich ihre Quest gespielt hätten, dann wäre es jetzt halt erstmal, als wir sie gesehen hätten. Kyu, o Yosuruto, no? Ka?ちょうどいいキャンディーの材料が見つからなくて、さんざん頭を悩ませておったじゃろう。して、解決策はあったのか？ええ、バッチリです。数十本の論文を読破した甲斐がありました。うむ、あっぱれじゃん。カーベは実に働き者じゃのう。さ、早速、あ、ゼー und Kitlali in ein Team。サボろうなんて考えるじゃないぞ。Sehr bald。仕方ない。Wahrscheinlich ein halbes Jahr oder so. Ich weiß nicht, wann Kitlali rauskommt. Da wird noch eine Weile dauern, glaube ich. Weil jetzt tut Genshin ja wieder irgendwie zurückschrauben mit den neuen Charakteren.
Als Netland ja released wurde, da haben sie alle 20 Tage neuen Charakter. Jetzt haben sie wieder Pause gemacht, so wie vorher. Im Gegensatz zu Honkai Star will ich jetzt alle 20 Tage neuen Charakter rausbringen. Seit Release. Und Zendis. Aber Zendis ist erst ein paar Monate raus. はい、ありがとうございます。すまない、旅人。君が試してみてくれないか？これはもう、なあ、ファダ。どう？あ、これはミニスピー。わあ、ich hab letztens gar nicht erst machen müssen。Okay。Naja, ich weiß, wie das Spiel schon geht。Ich hab letztens gar nicht machen müssen, wenn das hier vorgestellt wird。Okay。Aber hey, etwas endlich mal Gameplay. Also übrigens nicht, was irgendwie draußen los ist. Es ist schon den halben Tag ist irgendwie ja schon Feuerwerk, glaube ich. Ich höre die ganze Zeit Explosionen. Ich bin wortwörtlich gestern draußen durch die Gegend gelaufen und da war eine riesige Explosion, die ich gehört habe. Ich meine, es ist natürlich wieder typisch für meine Nachbarschaft, ne? Aber ja, ich war nur irgendwie beim Bäcker, auf einmal es war irgendwie was explodiert, irgendwie so. Jemand hat irgendjemanden Feuerwerk oder so aus Versehen ausgelöst oder so, ich habe keine Ahnung. Aber jetzt höre ich die ganze Zeit Feuerwerk. Ach, nervt voll, ich habe schon den ganzen Tag das Fenster zu, weil ich sonst die ganze Zeit Explosion, ne? So. Und zack, zack. Nice. Boom. Oh, Samaninatte Uru de Wanaika. Ich weiß ja noch gar nicht, ob ich alle Level davon spiele. Wenn wir schon dabei sind, ne? Die Tower no Koso wa katamatta yo. Sugi wa yoyo seisaku ja na. Omae wa sakuzu ni sennen wa. Washira wa candy zukuri no junbi to iko. コレイとオディシアはどこじゃ？二人はドニアザードさんの家でキャンディーの飾り付けをしています。器用な二人のことですから心配はいらないでしょう。いっそのことスメールシティに集まった方が良くないか？なんでここにしたんだ？シティ内だとクラクサナリデビ様の住居に近いから散歩の途中でばったり会うかもしれない。朝ボルザクスケント。その点。ここならそこそこ離れているし、バレる可能性も低いってわけだ。サプライズを用意しているところを、暗草なりデビ様に見られたら。あら、ここで何をしているの？私の名前が聞こえた気がしたけど。Ah, sehr gut. Kabe! Hi. Kono Design wa nan ja? Yane ni konna sozai o tsukau to wa arien ja ro? Shibai ja. Smeil no suusaku nen ni mo wataru dentou wo uragitte oru.クラクサなりデビ様が見たらきっと心を痛めるはずじゃ。確かにこのファサードも改めて見たらありえないデザインですね。お前ならパパッと修正できるじゃろ。もちろん今夜にでも修正してみせます。建築の話かしら。新しいアイデアを取り入れたデザインも素晴らしいと思うけれど。クラクサナリテビ様、どうか心配せんでくれ。こいつは優秀じゃが時々破天荒なことをしでかすからの。少し手直しすれば問題ない。そう。イェイ。Er wird ihn sofort bearbeiten。あなたまでそう言うなら。Warum sind wir alle zufällig hier?
何かアドバイスができるかもしれないでしょ。この何か都合でも悪いの？そのデザインの方。みんなの顔がこわばっている。デザインを見られるのが恥ずかしいから。それとも人に言えないトラブルに。ich glaube nicht, dass wir was vor der Göttin der Weisheit hier verbergen können. その友人が持っていきまして。そうそう、思い出しました。後で取りに行かないと。困ったものです。余計気になってきたわ。ネロ、ネロ。Einfach alle Charaktere von Sumero. Rette uns jetzt. Weiß sie überhaupt Bescheid? Kuraksa Naridebi-sama. Ara, Nido. Nanika goyou kashira? Hai. Kashin Tansai de hirou suru enmoku o Tsubairu Theater de renshuu shiteiru no desu ga.Jetzt müsste Layla aber eigentlich auch vorkommen, ne? Dann hätten wir, glaube ich, alle Sumero-Charaktere. Und Wanderer. Wanderer müsste auch hier vorkommen. Ich guck mal gerade all meine Mannequin hier durch.見に来ただけだから。じゃあ、私はニーローと一緒に行くわね。おかえり、そう、またお会いしましょう。1、2、3、4、5。ナイダ、ワンダラ、ファロザン、ドリオン、デア。おニロ、あ、ニロ、あ、ニロ、あ、ニロ、あ、ニロ、危なかったぜ。もう少しでバレるところだった。すまぬ、カーベ。さっきはつい変なことを口走ってしもうた。別にお前のデザインに文句をつけるつもりはなかったんじゃが、わしは優秀な後輩に対してあんな風に叱ったりする先輩ではない。お前も知っておるじゃん。ええ、もちろんです。そうそう、カーベ。ああ、もうこんな時間じゃ。早うデザインを取りに行け。いつまで手を焼かせる気じゃ。はい、今行ってきます。あの、もし私に聞きたいことや力になれることがあったら遠慮なく言ってちょうだいね。ありがとうございます。クラクサナリデビ様、道中お気をつけて。なあ、やめてくれ。これ以上は死ぬ。そう、ごだって、jetzt、Naida jetzt von den、念のため、集合場所は、von ihrem Volk hier verehrt wird。変更した方が良さそうだね。距離的にここに。auch wenn die Kosten dafür waren, irgendwie eine andere Göttin zu vergessen。考慮してなかった。今すぐ移動しますか？うん、そうしよっか。genau das gleiche wünsche ich mir für Furina。hoffentlich wird das noch irgendwann mal bald。残りのメンバーで。Furina ist jetzt einfach nur irgendwie so, ah, sie ist jetzt irgendwie zufällig überall am Rumwandern. Und einfach nur Spaß. Hi. Kohai, ich kann dir was schneiden, aber. Sacki no Kutschibri kara. Senpai no Wakakarishkoro no Iko ga kaima mieta kiga suru. Ja. Senpai wa ima mo wakai ka?じゃあ決まりだ。明日はパルディスディアイで会おう。Alles klar. Ja, das war der zweite. Gut. So, Kabe, was machst du noch hier? ただの芝居だったのに。どうして本当にせ。あ。キャンディタワーの造形。パオさん。気の毒に和光度よ。次はわしが美味しいものをおごってやろう。So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich tue halt jedes Mal ausprobieren, aber jedes Mal ist das irgendwie dann nicht der Fall.
Ja, guck mal. Weil die englischen Synchronsprecher auf Streik sind, gibt es ja keinen Text. Ah, ist ja furchtbar. Oh mein Gott. Jetzt stell dir mal vor, du musst dir diesen ganzen Dialog dir anschauen. Und dann ist er noch nicht mal hier gedubbt, ne? Ach, ich kann da gar nicht im Handbuch nachschauen, ne? Hab schon davon gehört, irgendwie einige Leute finden da traurig, irgendwie, dass die Charaktere nicht gesprochen werden. Ja, ist schon ein bisschen krass. Okay, so. Vergeht auch ein bisschen Zeit, wenn ich die Events spiele. Ich will die ehrlich gesagt erstmal am Ende machen. Wir müssen so oder so jetzt warten, ne? Ja gut. Bis wie viel Uhr? 8 bis 10 Uhr am nächsten Tag. Falsch. Ich weiß ja nicht, ob ich die Events auch noch mal zeige, ne? Damit der Kutscher haben wir jetzt ein paar Mal gesehen, ne? Je nachdem, wie lange das dauert. Ich will jetzt nicht hier jedes Mal, wenn ich Genshin hochlade, irgendwie so 5 Stunden lange Parts machen. Ja, das ist doch dieser eine Ort hier, ne? Ja. So. そんなこと今まで一度もなかったし来る途中ですれ違った可能性は。いやで、俺なんでみんな心配そうな顔してるんだ。ミーローさんがまだ。Müssen jetzt so ein bisschen über eine Stunde sein, ne? ただの遅刻じゃないのか? Wie lange das hier noch dauert? ちょっとおかしいんだ。 Ja, es sind beiden Sachen nicht aufgenommen, 36 Minuten. Wir haben jetzt 41, das heißt 1 Stunde 26 Minuten. Mal gucken, wie lange das jetzt dauert. Bis jetzt haben diese Quests immer nur eine halbe Stunde gedauert. Aber die letzten sind in der Regel meistens immer ein bisschen länger. Ja, dann gucken wir mal. Gibt es Fortschritte auf den Raubüberfall? Ja, falls dann irgendwie die ganzen Events noch spiele, die ganzen Minispiele, dann mache ich die alle am Ende. Dann könnt ihr ja wieder aber nicht rausschalten, wenn ihr nur in der Story Interesse habt. ネスマレタ貨物を取り戻すまでは宝庫という名目で監視を続けるしかない。宝石についても売り手と連絡がついた。もう一つの宝石は砂漠で若い男が買っていったそうだ。 とにかく状況をまとめると、バンナが危険物ともう一つの宝石の行方はわからず、ニーローがどこに行ったのかもわからない。ない、ミシネロ。というか、だ、おもらいつつだ。ひゃぶさがふん。ふんだん。三つの出来事につながりがあるかどうかはまだわからないけどね。ただ、その方向で仮説を立てるなら、ニーローの家臣の前は、 家臣探査への重要なプログラムだから、もし相手の目的が家臣探査をめちゃくちゃにすることなら、ニーローがターゲットになる可能性は高い。旅人、キャンディス。早速痕跡をたどろう。キャンディス。ティナリはパルディスディアイに残って。 他のやつが来たら状況を教えてくれ。単に急ぎの用事ができちゃったって可能性もあるしね。ここで待っていい。まずはグランドバザールに行こう。セーターズバイ、テアターズバイ、まあ、ich。 So, jetzt können wir mal sehen, wie das hier aussieht in Sumero. Ganz nämlich auch ein bisschen dekoriert. Oh, guck mal hier. Wow. Ich habe ja auch mal so ein Aranara hier gefunden. Hier diese komischen Pilz. Hier so, oh, die Musik. Diese Pilzwesen, für die es mal eine Weltquest gibt. Da war irgendwie hier über die Schmiede, war da irgendwie. Ich habe den einfach mal angesprochen, weil warum nicht? Ne? Und dann ist er verschwunden. Also ja, keine Ahnung, was es mit denen auf sich hat, aber ich nehme an, die sind hier irgendwie versteckt. Die muss man finden.
Irgendwo da war der. Keine Ahnung, was es damit auf sich hatte. Vielleicht hat irgendwie eine Nebenquest oder so. War da gerade ein Hund? Der Wuffis? Palmer, warum schreist du eigentlich immer? Jedes Mal, wenn sie jemanden begrüßt. Hi! Oh. 今日は友達の手伝いに行くと言って早くに出かけたが一人でか。どの門から出たか見なかったか。ああ、一人だったぞ。そうだな、確か北門だったはずだ。パルディスティアイとは真逆の方向だな。何かあったのか。こんな肝心な時に冗談じゃないぞ。ズバイルさん、もしニーローがグランドバザールに戻ったら パルディスティアイのものに伝えてくれないか。ああ、まあ手が離せない用事ができただけだと思うんだが、とにかく早く向かってくれ。解決したら俺にも知らせてくれるか。ああ、必ず。さあ行こう。北門を出て誰かに聞いてみよう。オッケー。 So, schon sagen uns. Ich weiß hier nach, ob ich noch mal solche Pilzviecher finde. Nebida, kessa Niro mikake nakatta ka? Niro-san desu ka? Kirei na fuku o kite, machi no soto ni iku no o mimashita kedo. Machi no soto? Kawatsi. Achira no hou desu. Als ihre Klamotten aus dem einen Event wieder an, nicht bei ihr die ganze Zeit anhabe. Dieses Feengöttin-Gewand. Da, die Länge von Cutscenes finde ich in Ordnung. Das ist in Ordnung. Das sollte nicht mehr als 20 Minuten sein. Hm. Habe ich eigentlich Hutao dann im Team? Egal. Ich würde auch Hutao kommt auch hier vor, weil sie auch in der Gacha ist. Ich habe Nilo ins Team packen. Senno-san, otsukaresama desu. Nilo-san nara machi o dete hashi o watatte mashita yo. Hashi no mukou de otoko no hito to machiawase shite ta mitai de. Masaka, sabaku de houseki o katta tte yatsu ja nai yo na. 男の顔は見たか。すみません。さすがに遠すぎて。ぽ。そうか。またWas ist, wenn Wanderer das alles geklaut hat, die Feuerwerkskörper und so, um irgendwie für Nahida, für seine Mutti hier ein Dings zu machen, eine Überraschung. Oh. Ja, voll putzig. Hm. Ja, wie viel war wetten, dass das genau der Fall ist? Das wäre doch super cool. いくつかあるようですが、追ってみますか？いや、足跡が多すぎて方向を間違えてしまう可能性がある。そうだな。待て、 diese Gestalt. Das ist. Entschuldige mich kurz, ihr beiden. あ、俺たちはここで痕跡を分析しておく。 Genau so einer war das. So ein Aranara. Die reden immer so. Aber zum Glück muss ich die nicht lesen. Ey, warte mal, habe ich die jemals sprechen gehört? Weil in der Weltquest haben die nicht geredet. Ach. Es ist der liebe goldene Nara. Arasaka muss sich verstecken. Oi!
Freunde, Arasaka ist mit dem goldenen Nara befreundet, aber Arapas hat gesagt, Arasaka darf im Moment nicht mit zu vielen Leuten reden. Er denkt, Arasaka könnte alles aus Versehen ausplaudern. Wuhu, Arasaka sollte nichts mehr sagen. Ein Nara so schön wie eine Blume. Ein roter Nara so schön wie ein Palisara? Ja, Arasaka hat so eine Nara gesehen. Sie gab sich mit einem anderen Nara, den Arasaka nicht kennt, zu einem Geröllhaufen. Wahrscheinlich die Ruine der in der Nähe des Tempels von Ashwata. Arasaka hilft den netten goldenen Nara gerne. Der freundliche goldene Nara hat Arasaka früher schon auch geholfen. Hey, Arasaka weiß nichts. Arasaka will nichts mehr sagen. So, alles klar, ihr beiden. Ich habe mit einem freundlichen Pilzmonster gerade geredet und der hat gesagt, wir sollen dahin gehen. Was ist denn hier los? Also, er lag da. Er kniet da am Boden. Ich dachte, er ist Kenntnis irgendwie hier zusammengebrochen wegen ihrer Vision oder so. ビジョンを見たのか。はい。でも今回はぼんやりとした声しか。Sagten sie? 二人の会話のようでした。気づかれるかもとか、痕跡をたどって追ってくるはずとか。ニーローの声。Wir waren daran, あまりにかすかで、そこまでは。Wir waren daran, eine Überraschung für seine Mutter machen. Da wäre auch voll putzig.ビジョンが見えたということは、進む方向は合っているのかもしれない。Das wäre irgendwie genau das, was die Fandom irgendwie wollte, habe ich so ein Gefühl. So, das ist ein bisschen weit weg. Da gehen wir da ein. Da kommen wir ja. Oh, wenn einer Wanderer ist. Oh Gott. この辺りだろう。この辺ってよく砲塔弾が出てくるんだよな。Ach, what? 危ない。Jetzt so viel AP. しないよな。Jetzt habe ich glaube. あそこ。Ich glaube, meine Leute irgendwie 60.000 AP oder so. Ja, sie trägt das Event. Das Event Outfit. 遠すぎて聞こえないようだ。Okay, sagen wir, du wollt. Ich packe Nilo jetzt einfach ins Team. Mein Gott. Ups. Ich habe nur keine gute Teamkonstellation für sie irgendwie. So, ich hoffe, wir müssen nicht gegen irgendwas kämpfen oder so, weil ich habe jetzt keinen Heiler. Ich würde gerne dieses Team beibehalten. Mein Faro-San ist ziemlich stark und Naida auch. Er hat schon Carrion. Faro-San habe ich ein bisschen hier hochgelevelt. Also ihre Fähigkeiten, eine von ihnen habe ich schon gekrönt. Ja, da ist Wanderer. Oder? Ich weiß oder? Ne. Oh ja? Den haben wir noch gar nicht getroffen, glaube ich. Warum?
Da kommt jetzt nicht normalerweise immer so ein Ding hier. So Sitos, der so und so von so und so. So wie in One Piece immer, wenn ich den Charakter noch nie getroffen habe. Schön, dich wieder zu sehen. Sie ist auch von der Weltquest. Habt ihr jemand schon mal reden gehört? Weißt du, wenn ich die ganzen Weltquests noch nicht gemacht hätte, könnte ich dann in das Event gar nicht spielen? ニーローのことを心配してるんだ。私でもみんなには伝言は残したでしょ。伝言？何の伝言だ。その用のものは受け取っていませんが、ラッシュヌのやつ、また寝落ちしちゃったのね。 その名前を聞いて分かった気がするぞ。見えにしパイマン、エクレアシが。伝言を頼んだ彼だよ。ただ、あの子はいつも気だるげだから。ちょっと待って。いろんなことが起こりすぎて。まあ、ネタはディズベイクスタン、スピールミスのナティオを、マックスを、ね。まあ、ich meine das Ding ganz rechts。 Er hat sich im Laufe der Weltquest verändert. Er hat irgendwie so eine Krone bekommen oder was auch immer da im Kopf ist, ne? Vorher sah er vollkommen anders aus. Das heißt, man hätte wahrscheinlich erstmal die Weltquest zu Ende machen müssen und es ging natürlich weiter, ne? Doch, man. この前、砂漠で騒ぎを起こしたのってあいつらよね。じゃあ、わ、見て、ステーフォン・ファウザン。元気出しなさい。あいつら怒らしめてやらなくちゃ。クエストは、ich schon vor Ewigkeiten gemacht. Ich glaube, ich gar nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, die eine, die so, sie sollte irgendwie so Prüfungen machen, also irgendwie die Prinzessin oder Königin von diesen Kreaturen ist oder so, keine Ahnung. Man musste die begleiten. Ja, konnte ich nicht erinnern. Hm. Was? So, ja, genau. Genau, den konnte man ja spielen, so. Ne? So, stirb. Ja, es macht alles einen Sinn. Es war alles nur ein... Verrückt. Wen haben wir ja noch nie getroffen, oder? Oder kam er mal... Doch, er kam mal in irgendeinem anderen Event vor, glaube ich. Als er frisch rausgekommen ist. Weil normalerweise kommt immer so ein kleines Fenster und so. Oh, Setos, der... Ein junger Mann, der, keine Ahnung, durch die Wüste wandert und das macht. Wie war One Piece irgendwie. Wo immer dieses... Wo immer diese Schrift auftaucht, so, dieser Charakter, Kopfgeld so und so.
があるよね。ま、今日はこの辺にしておきましょう。でも次にこのようなことが起きたら、この霊光の勇者は砂漠の安寧を壊す悪党を許したりしないわ。So, ich habe jetzt immer noch nicht gecheckt, warum haben die jetzt hier alles zerstört? その後、すっかりソルシュと仲良くなっちゃって、ソルシュにスメールシティを案内してあげたんだ。お前って本当、誰とでもすぐに仲良くなれるんだな。ええ、このガイドの仕事は高く評価してあげるわ。実は、今回ここに来たのは重要な責務があるからなの。責務？どんな責務だ？通りすがりの者から、今はちょうどクラクサナリデビ様の生誕祭の時期なのだと聞いたわ。我ら彼はクラクサナリデビ様の眷属だから、特別な贈り物を用意して差し上げたいのよ。ズルバーン先輩がいろいろ考えた結果、彼の勇者、つまり私が数百年にわたって受け継がれてきた家臣の舞をクラクサナリデビ様に捧げることが決まった。来る途中で家臣の舞の人選はもう決まっているってソルシュに伝えたんだけど、彼女はニーローさんに会いたいって聞かなくてさ。ふん、会わない方がマシだったわ。今の家臣の舞が昔とこんなにも違うなんて。まあ何百年も受け継がれてきたわけだし、変わっちゃうのも無理ないよな。でも昔の家臣の舞が見られるって聞いたから、ソルシュさんに教えてほしいって頼んだの。だってこんな機会めったにないでしょ。今年の家臣誕祭でこの特別なダンスを捧げれば、宗神様もお祭りに参加する人たちもきっとみんな喜んでくれると思う。そういうこと。私もこの子がいい覚悟をしてるなと思ったから、静かな場所でダンスの練習に付き合ってあげようとしてたの。そういうことだったのか。そう、そう、ein riesiges Missverständnis。結局悪いやつなんてどこにもいないじゃないか。みんなナヒーラに自分なりの。Das bedeutet, diese Cutscenes waren absolute Zeitverschwendung。待って待って。例のキャラバンのことを忘れないでよ。あいつらが一体何をしでかしたのか。Er hat Feuerwerk war für das Fest, nehme ich an. 砂漠を破壊する者、おそらく私利私欲のために遺跡や墓を荒らす者でしょう。だからアール村を通らないこんな偏僻な場所を選んだのか。もしお前に見つかれば。恐怖に震えるだけでは済ませませんから。昼間の太陽が懐かしくなるようにして差し上げますよ。パイモン。キャンディス。Ich wusste. 急に怖いぞ。Ich wusste, dass Paimon sofort auf kommentiert. 君はもう半分のウジャとの目を身につけてるね。そうそう。それって一体何なんだ？キングデシェレトのアフマル様がクラクサナリデビのナヒーダ様に送ったプレゼントだ。Tatsächlich gehört es möglicherweise der höheren Herrin Okadevata, aber nach dem, was mit ihr geschieht, also ja, das hat ihr gehört, aber da jetzt alle sie vergessen haben und mit Nahida ersetzt haben. この宝石がちょっと特別だと思っただけだった。それで商人から買って沈黙の殿に持ち帰った後、多くの文献を調べてようやく確信を得たんだ。初めての家臣探査が開かれた時、キングデシェレトのアフマル様と家臣マリカッタ様はクラクサナリデビ様にサプライズを用意したという。道沿いにキャンディーを残してクラクサナリデビ様を宴会の場所へと導こうと考えたそうだ。不思議に思ったクラクサナリデビ様が湖のほとりまで来ると、弦の響く音が聞こえてきた。アフマル様が演奏してたんだ。そしてマリカッタ様は旋律に合わせてしなやかに踊ってたんだってさ。二柱の神様は愛する宗神様がこの偉大なる日に
誕生の喜びを感じられるようにと祈り、宗神様に貴重なプレゼントを送った。三柱が一緒に過ごしてきた素敵な時間を記念するために、マリカッタ様はウリンを守る霊光を、アフマル様はウジャトの目をプレゼントしたという。しかしカーンルイヤの最悪の後、ウジャトの目は失われ、黄砂に埋もれていった。霊光はクラクサナリデビ様によって慎重に作り変えられ、生と死の世界を守り続けた。いつしかそれが散らばって、私たち影絵になるまで。つまりキャンディスが見たのはウジャトの目に記録されたビジョンだったってことか。初めて手に入れた時は僕も驚いたよ。こんなに時間が経ってもなお伝説のウジャトの目は見たものを記録し続けるのか。その力は特別で、アフマルの民、つまりキングデシェレトの末裔だけがこれと共鳴できる。もう壊れてるけど、今もこの中のどこかに過去のビジョンは残ってるんだ。もしかしてこの前ぼんやりと聞こえた言葉は、アフマル様や家臣様のものだったのでしょうか。ウジャトの目の2つのかけらを、あなたはどうしたいですか。キャンディスさんが許してくれるなら、2つとも沈黙の殿に持ち帰って保管したい。ええ、賛成です。それはクラクサナリデビ様のものなわけだけど、返すつもりはないの。vielleicht nicht so eine gute Idee. 宗神様が覚えているかどうかはさておき、砕けた思い出には今や悲しみしか残っていないかもしれません。Wie sich überhaupt was daran erinnern? Eine tief traurige Erinnerung. Als Naidas Freund möchte ich nicht, dass sie sich an ihren Geburtstag traurig fühlt. あなたたちの意図はまだ完全には理解できていないけど、それがあなたたちと我が一家の決定だというのなら、ただや älteren Göttin。それよりさっきからダラダラと喋ってばかりで、これじゃ全然家臣の眉を教えてあげられないじゃない。それもそうだな、何もないって分かったわけだし、かえってみんなの心配を解消してやろうぜ。俺も他のマハマトラたちに、あのキャラバンの犯罪の証拠を徹底的に調べるよう伝えておく。もし悪事を働いているなら絶対に許さない。僕はここに残るよ。この辺は魔物が結構多いし、護衛は一人でも多い方がいいだろ。みんなを心配させちゃってごめんね。ダンスを覚えたら戻ってみんなを手伝うよ。よーく見てなさい、目をそらさないでよ。しっかり私のステップについてきなさい。はい。Was folge meinen Füßen. Deine was? Okay. そしてこうよ。こうしてこう。Sie hat sich kein bisschen bewegt. Alles klar, dann gehen wir hier zurück. Diese Fuß, diese Geräusche, wenn sie am Laufen ist, weil sie barfuß ist. Und mit Nilo geht das auch. Nein, ich wollte gerade zu Nilo wechseln. Der ja. Dunja Saat. Oh, ja, du musst doch dich da gar. Muss kurz die Yohei の仲間たちを呼ぶところだぜ。どうだった？大丈夫だ。何もなかったぞ。Okay. Wenn wir jetzt die Geburtstagsfeier endlich machen. So, you got that done, dann, eh? Nani got to monakte, you got that, yo. So, you are do that? Surprise, no, Jumbi, what Junjo is so there, ka? Kabe was Sekizo, what as Nikitato. Neni kaeta, yo. Ano, yo, soja. Tabun Kino, wa, Tetsia Stanokamo. Anta tachi ga inai, Idani. Candy Tower, no, Akugumi, o Tsukutazo. Nen no dame.後でもう一度確認するわ。さっきはあなたたちのことを心配しながら作っていたから。とにかくあとちょっとだ。みんなで力を合わせればすぐに終わるよ。
よかった、フロート社のパレードに間に合いそうだな。あ、パレードといえば、旅人、一つお願いしてもいい？教令員が各学院の代表者にパレード当日の花の騎士を選ぶように。Das ist auch ein Minispiel, ja. で、話し合った結果、君が適任だってことになったんだけど、どうかな？ Ist das nicht mit Kämpfen verbunden? Es war mir eine Ehre. よかった。君は宗神様の友達で、スメールを救った英雄でもあるからね。だからみんなは君が適任だと思ったんだろう。よろしく頼むぜ。あんまりプレッシャーをかけないでやってくれ。そういや、キャンディスもパレードに参加するんだよな。確か演奏って言ってたか？ええ、ニーローさんのダンスの伴奏を。おお、おいら、もうキャンディスの演奏を聞いたことがないぞ。お気に召したらいつでもアール村に来てください。眠りにつくまで演奏して差し上げますよ。Warte mal, wir waren vorher nicht willkommen. Ich freue mich schon drauf. そうだ、私からも一つお願いしていいかしら。ドゥンヤザーダの外出だ。このフロート社の装飾品を作ったんだけど、スラサタンな聖書に持って行ってフロート社を飾り付けてもらえない？花の騎士がフロート社を飾り付ければ儀式感もより増すと思うの。Mit Vergnügen. そんなの楽勝だぜ。オイラたちに任せろ。Okay, alle teilen sich die verbleibenden Aufgaben. In freudiger Erwartung des Fests geht die Arbeit schnell von der Hand. Ehe man sich versieht, ist die Sonne untergegangen und alle ziehen sich für die Nacht zurück. Ich habe bis nachts gewartet, um den zu schmücken. Ich dachte, wir haben schon gearbeitet hier.Alle haben die ganze Nacht gearbeitet. Fangen jetzt an zu dekorieren. So, hier ist irgendwas. Von da oben? Ich dachte, der fährt da so durch die Straßen. Boah. Warte mal, ist er nicht direkt vor Naidas Haustür? Also, war wirklich vor Naidas Haustür. Wie soll die das bitte schön nicht merken? So.So eine Schaukel extra für Naida. Okay, warten. Alle Vorbereitungen sind abgeschlossen. Bis zum Start der Parade auf morgen warten. Bis morgen warten. Hey.Warten. Alles klar. Da ist ein Geburtstagskind. Seitdem, Minna が私を避けている気がする。まるで木の裏に住むリスが秋になると。何かを隠し始めるみたいに。いいえ、パレードが終わったら素直にみんなに聞いてみましょう。誕生日、この特別な日には素敵なフロート社と美味しいキャンディーがある。そしてお待たせしました、我が女神。私の騎士よ、出発しましょう。Habe ich irgendwas Cooles an? 花車が揺らぎ、ナヒーダは目を開ける。そして言う、ナヒーダの誕生日は今日なのだと。花の騎士や従者が彼女を見つけた。神よ、やっと見つけました。皆お会いできるのを楽しみにしています。ああ。過信探査が幕を開け、人々は彼女を囲んで楽しく踊る。あれあれはパチサラか。
騎士と従者は彼女のためにサプライズを用意した。甘いキャンディーが彼女の周りで花火のように弾けた。Und hunderte sind dadurch gestorben. 行くぞ。3、2、1。なあ。花車がカラフルな鳥にぶつかると七色の喜びが舞った。実は私からもサプライズがあるのよ。出てきて。Ich wollte schon sagen, mach sie jetzt, ja. Ruf sie ihren Tempel. Hanagurume ga yuragi, Nahida wa meo akeru.そして言う。こんなに素敵なお祭りは初めてだと。すべてがまるで夢のようだと。ああ、schön。Alles Gute zum Geburtstag, Naida。Nachträglich. Die Festtagsbahn sind reibungslos über die Bühne gegangen und alles klar. Sich mal vorstellt.Extra ein Event für Nahida zum Geburtstag. Das ist ja auch cool, oder? Oh nein, Fausan ist betrunken. Das hatten wir auch schon letztens mit Kitali.キャンディータワーがフロート車にぶつかったのを見てからパルザン先輩はずっと興奮してるんだ。実はさっきから何杯も飲んでるんだよ。それくらいいいじゃないか。せっかくの祭りなんだから思い切って楽しまないとな。そういえばキャンディス、楽器うますぎだろ。どうして普段からもっと演奏してくれないんだ。ありがとうございます。Ja, hat ja nicht so lange gedauert, ne? 2 Stunden, ich meine, das ist ein Companion-Quest-Länge. Ich habe ja wieder 3, 4, 5 Stunden gedacht. Gibt ja noch die ganzen Minispiele. Wo sind wir? Naruhodo.ウジャとの根は沈黙の殿で預かったのか。研究のために貸してあげようか。いや、いい。そういった品は歴史を示すものに過ぎない。象徴となる過去が明らかになった今、ただの物品に戻ったんだ。へえ、君なら珍しがるかと思ったけど、名前からするにきっとすごく綺麗な宝石なんだろう。一目見といて損はないんじゃないのか。一目見るにはわざわざ沈黙の殿まで行かないといけない。いささか遠い。もうちょっと外を出歩いてもいいんじゃないのか。もし宝石の鑑定や認証でそれを教令院に持ってくることがあるならついでに見てみてもいいが。そういえばどれくらいの価値があるのか気になるな。いい質問だね。考えたこともなかったよ。古代の王宮の城壁を見ても急に1ブロック外して価値を測ったりしないだろう。うちの学院のやつらならやりかねないな。最近の後輩たちはみんな好奇心旺盛らしいぞ。もし本当にそういうブロックがあったら報告書を書いて俺の執務室に届けてくれ。はあ、そんなことまで君に報告しなくちゃいけないのか。いや、ただそうしてくれればブロックが届いたらすぐにわかるから一目見に行ける。聞いた僕がバカだった。うかつに返事をするもんじゃないな。報告書をリマインド代わりにするのか。なかなかいいアイデアだね。
リマインドといえば。あ、ない。俺は感じた。友よ、神聖なる時が訪れようとしている。そうかい？僕は何も感じなかったけど、ヘルマヌビスが君だけに呼びかけたってことかな。今こそ七聖子、コレイが呼んでるみたいだから。先に失礼するよ。はあ。Leute, Karten spielen. カードゲーム。またカードゲームか。コレイ、僕のことも呼んでくれないかな。みんな楽しそうだね。Und du? Hast du auch Spaß? ええ。一生の中で一番忘れられない誕生日になったわ。宗神様の命は長いものですのに。Müsste eigentlich dein erster Geburtstag sein. 今結論は早すぎませんか？そんなことないわ。その瞬間に、ああ、これは絶対に忘れられない思い出になる。Zeit in Genshin ihr vergangenes bisher. あなたはソルシュというのね。Angeblich tun ja ihr Jahre vergehen, aber die Charaktere sehen immer noch gleich aus. Das wäre aber cool, ne? Je mehr Jahre im Spiel vergehen, desto anders sehen die Charaktere im Laufe des Spiels aus. Das wäre auch cool.面白いこともあると気づくはずよ。はい、私もそう思います。エッサンシュやシロフラと過ごした日々をよく思い出すのです。お、本当か？Das Wanderer ist ja gar nicht aufgetaucht hier. そう考えると、 Der eigene Sohn ist nicht zum Geburtstag aufgetaucht. みんなにサプライズがあったんだな。特にナヒーダがアランナラを呼び出したときは、オイラ本当にびっくりしたぞ。気に入ってくれてよかったわ。あなたたちに気づかれないようにしてねって。じゃあ、ママ、あんがふんん。それでアランサカに会ったとき、あんなに慌ててたんだな。口が滑るってこのことだったのか。じゃあ、ママ、あんがふんん。スミールのみんなは、あれがなしだと送った夢だと思っているぞ。夢ね。いいえ、何でもないわ。そうね、私たち夢の中にいるようなものなのかも。Dann sollten wir unser Bestes tun, ihn in Erinnerung zu behalten. Lass uns diesen Moment für immer festhalten. Foto. Das muss es gewesen sein, was Al-Amas sich dachte, als er der Göttin Harry. Als er der höheren Herrin Rukadevata das Auge von Bejad gab. Auch wenn wir nicht über eine solch mächtige Gabe verfügen, haben wir trotzdem unsere eigenen Wege, die Zeit anzuhalten. Foto. Hehe. はいはい、みんな集まってくれ。左側の人たち、もうちょっと寄って。わしの靴を踏んでおるのは誰だ。うう、すみません先輩、私だ。ちょっと人が多すぎて。シロフラ、ここはカレー専用の特別席よ。ふん、こいつの隣で浮いていいのはオイラだけだぞ。なるほど、写真ね。Von jetzt an, jedes Mal, wenn du dieses Foto anschaust, wirst du dich der Freude dieses Augenblicks entsinnen. そんなことを経験したことはないけど、あなたを信じるわ。この瞬間が私たちのために止まってくれることを。カーベも来て。ああ、ちょっとタイマーを設置するから。よし。三。Nice. Oh, das ist auch ein cooles Bild. Soll ich da Thumbnail nehmen? Ja, ne? So, da, ah, ich habe da die grünen Klamotten an. Nein. Und noch eins.
Okay. Alles Gute zum Geburtstag. Nice. Und das war's. Schenke ihr Erinnerungen. So, jetzt sind wir alle wieder weg. Oh, hab ich das Foto jetzt hier? Der Abtrag kann man sich da hinhängen, ne? Zerstören. Alles klar, dann hat das jetzt so 2 Stunden gedauert, ne? Wenn ich mich nicht irre. Plus jetzt, was jetzt noch kommt, so Minispiele mäßig, ne? Oh, ich dachte, die Charaktere würden jetzt hier noch rumlaufen, damit ich mit denen reden kann. Als Wanderer ja echt gar nicht aufgetaucht. Blätterhut? Du bist kein Narr, du bist ein Vogel. Rot, warm und klein. Arasaka kann dir etwas zu essen machen. Die Volkasa-Oase, ähnlich wie Varanara. Varanarana. Was für ein Vogel? Also, ich hasse es auch, mit diesen Dingern zu reden. Der kleine Rotvogel ist ein guter Vogel. Gute Vögel dürfen nach Varanarana kommen. Arasaka wird dir köstliches Essen machen. Wir können gemeinsam Arakalarbo. Okay, lass mich heraus. Die Weltquests von denen zu machen und das alles zu lesen, war sowas von anstrengend damals. Weil die alle diese ganzen Aranara, Faranara, Varanara, Baranara Worte benutzen und boah. Hab mich voll durchgewehrt, als ich die ganzen Texte gelesen habe. Ja, so beschissene Fremdwörter benutzen. So. Wir haben ja alles erledigt, ne? So. Alles klar, dann kümmern wir uns noch ein bisschen um die Minispiele, ne? Weil warum nicht, ne? Ich weiß noch gar nicht, wie die anderen alle aussehen. Ich weiß nur halt mit dem Festwagen. Nein, hier. Ich weiß gar nicht, was die anderen überhaupt sind. Was einer davon ist ja dieser Kutschen. Dieses Kutschen-Minispiel, ne? Blüpp. Oh Gott, jetzt hier ruhig abschalten. Wenn jetzt hier nicht. Es passiert jetzt storymäßig nichts mehr, ne? Außer ich finde vielleicht ein Offscreen, was, aber mein Gott. So, aber bist. Ne, nicht du, du ja. Vielen Dank, ich bin bereit. Was ist das hier? Ich habe gar nicht übrigens geguckt, was genau das nochmal ist. Also doch, ich habe das doch schon mal geguckt, aber. Ist jetzt schon ein paar Tage her, ne? Als das Event letztens gestartet habe. So, guck mal, was das hier ist, ne? Wir sind in der Taverne vom Mondstadt. Guten Tag, bist du derjenige, der bei der Raumtherapie hilft? Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, was in meinem Traum vorkommen wird. Ich komme aus Mocha und habe eigentlich keine Hobbys. Naja, eins, wenn man das Trinken dazu zählt. Wenn ich betrunken bin, bringe ich öfter alles durcheinander. Also bitte, ich zähle auf dich. Okay, finde die korrigierten Anomalien im Traum. Muss ich jetzt gucken, wie man hier irgendwie anders aussieht? Hier sind irgendwie. Hier sind irgendwie. So, muss ich ihn jetzt hier machen? Ja, ich komme mit 4 das hier machen. Diese Taverne ansehen, das ist ein seltsamer Schein, mir sah. Hier ist irgendwie. Hier ist irgendwie so ein Staub hier. Hallo? Ich muss wortwörtlich gucken, was hier anders ist. Oh, weiß ich doch nicht. Weiß ich doch nicht, was hier anders ist. Das hier sieht man anders. Das ist auch viel schöner anzusehen. Du bist auch andersrum. Okay, da schon wieder. Warte mal, sind das nur so Rehköpfe die ganze Zeit?
Okay. Mal gucken. Ist denn noch so ein Rehkopf? Da ist einer, der ist aber richtig. Also da kann man ja nach einer Zeit findet man das ja alles. Ey. Aber ist er da schon markiert, weil ich zu lange gebraucht habe, ne? So soll es sein. Okay. Ja, okay, das ist ja ziemlich easy. Komm, dann machen wir. Hinfort, Dämonen. Ist ja recht chillig dann. So. Schön, dich kennenzulernen. Wir werden ja gemeinsam bald einen selben Traum betreten. Blablabla. Ich wäre sehr dankbar. Boom. Ich korrigiere die Anomalien im Traum. Da sehe ich schon eine. Das soll nicht fliegen, das Ding. Boom. Alles klar. Jetzt gibt es hier 8. Na gut. Also sind halt immer die gleichen Sachen so, ne? Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Was mit dir? Nichts. So, hier ist was am Fliegen. Das soll nicht so sein. Also relativ easy. Haben wir noch. Wie habe ich 6 von 8? Da. Ja, danke, den habe ich gerade gesehen. Markieren wir den anderen, der mir noch fehlt. Ist irgendwas hier? Nee, ne. Okay. Okay, nach einer Zeit markieren die Dinger. Ach, da. Okay. Das wird, glaube ich, ein bisschen schnell gehen, ja? Gefährliche Materialien im Verborgenen. In jeder Region, ja. Es freut mich, dich kennenzulernen. Der Druck hier jetzt voll krass zu. Hilf mir, hat ja alles zu beheben. Oh mein Gott, hier sitzt hier Leute. Sind die ungewöhnlichen Monster? Bist du ein Monster? Oh. Alles klar. Jeder, der eine Maske trägt, alles klar, verstehe schon. Was wird dir? Was wird dir, alter Mann? Da. Alles klar. Also easy. Geht schnell hier. Ich habe jetzt 3 gefunden. Was? Du. Da hat er mir gerade einen Tipp gegeben. Da ist schon der nächste. Okay, du. Ich war gerade hier, Mann. Ja, anstatt dann irgendwie solche Minispiele hier reinzupacken, dann sollten sie lieber sich mal. Das haben sie bei Honkai letztens gemacht. Diesen neuen simulierten Universums-Spielmodus, der ist voll ähnlich wie so ein Event, das sie mal irgendwann. Oh, als sie mal irgendwann gemacht hatten. Wo du irgendwie so Zepter einsammeln musst und so und du musst die stärker machen und du bist die Letzte. Und da geht es irgendwie nicht darum, irgendwie die Charaktere hochzunehmen, sondern irgendwie so Ausrüstungsgegenstände zu finden. Mit denen dann die ganzen Wellen von Monstern zu erledigen. Daraus haben sie jetzt einen ganzen Spielhaus gemacht. Ich meine sogar, die tun ja immer so hier so Dingens machen, so Umfragen. So, oh, was hat euch gefallen, was hat euch nicht so gefallen? Und da tue ich dann immer so, da kannst du ja natürlich immer so was abgeben, ne? So eine Meinung. Für ein paar Ingame-Belohnungen und so, ne?
Ich habe ich gesehen. Und ich glaube, als das Event irgendwie mal am Laufen war, habe ich irgendwie geschrieben, so, oh, tut mal wieder das eine Minispiel permanent machen. Das ist voll geil. Oder irgendwie so Ausrüstungsgegenstände in diesen Indie-Modus hier, in diesem Roguelike-Modus hier, in so einem Event hier spielen konntest. Und da war geil, da hattest du irgendwie so Ausrüstungsgegenstände, die du nach jeder Welle von Gegnern irgendwie ja freischalten konntest. Das ist ein bisschen so ähnlich, das neue, der neue Spielmodus im simulierten Universum von Honkai Star Rail. Das ist bestimmt jetzt schon der sechste Spielmodi, der sechste Endgame-Spielmodus in dem Spiel. Genshin hat zwei, nach 4 Jahren. Ich meine ja immer noch, die haben irgendwie voll die Chance verpasst, dieses DDR-Spiel, das mal hier als Event kam, permanent zu machen. Dieses eine Event mit Ito und Paimon, wo die auf der Bühne waren und gesungen haben. Das ist irgendwie so ein Rhythmus-Spiel irgendwie gewesen, so ein DDR-Spiel irgendwie. Da konntest du irgendwie... Oder ne, Rhythmus-Spiel nennt man die, ne? Da konntest du die Lieder von einigen der Charaktere spielen. Das ist auch richtig geil gewesen. Diesen Modus hätten sie permanent machen sollen. Weil das ist ein richtig geiler Modus, ja. Vor allem bist du dann ja auch hier... Geht ja dann nie der Content dafür aus, ne? Weil jedes Mal, wenn ein neuer Charakter kommt, kommt ein neuer Trailer raus. Und jeder neue Trailer hat dann einen neuen Song für den Charakter, ne? Das heißt, denen wird nie der Content dafür ausgehen. Wir sind zwei, ich wusste es. Dann auch zwei. Ich finde die asymmetrischen Gegenstände, alles klar. Weil jedes Mal, wenn ein neuer Charakter auskommt, kommt ein neues Lied, ne? Was bedeutet wieder ein neuer... Was dann bedeuten würde, neuer Spielmodus, ne? Dem würde dann nie der Content dafür ausgehen. Ah, ich wusste es. Sah merkwürdig aus. Also warum sie das nicht permanent gemacht haben, das verstehe ich nicht. Ich meine, ja, was soll man in Genshin mit einem Rhythmusspiel machen? Ne, aber wenn eine Sache geil ist in Genshin, dann die Musik. Ne? Die Musik ist immer eins, wo sich alle global hier einigen, dass die Musik geil ist in Genshin Impact. Ne? Also warum das nicht irgendwie ja permanent irgendwie verfügbar machen, damit man irgendwie so ein Rhythmusspiel machen kann? Ja, richtig geil gewesen. Was hatten sie für Lieder? Die hatten von Hu Tao, die hatten von Furinas Thema, von Zhongli, von Nahida, von dem Shogun, für all die richtig bekannten Lieder hatten sie da in dieses Event. Aber ne, konntest du nur 40 Tage spielen und dann kommt das nie wieder vor, nie wieder. Vielleicht irgendwann mal in einem anderen Event wieder für 20 Tage, aber dann nie wieder. Was hat verdammt nochmal permanent? Er ist voller geile, ist auch voller geile Zeitvertreib. Genau wie in Zenless hier, da haben sie auch irgendwie diesen, da haben sie ja diese Arcade-Zone, wo du so Arcade-Spiele spielen kannst. Da haben sie so ein Vampire Survivor Minispiel reingepackt. Natürlich hin und wieder auch noch spielen, wenn mir langweilig ist, weil das geil ist. Genauso müssen wir das hier mal machen. Die haben jetzt nur, die haben nur Kartenspiel. Hier, geniale Beschwörung. Hey, da könnten so. Dafür hat das Spiel schon seit 4 Jahren draußen. Es hat halt irgendwie nur ein anderes Minispiel und 2 Endgame-Modus. Das verstehe ich bis heute nicht. Wie schafft es, dieses Spiel immer noch relevant zu sein nach 4 Jahren? So viele verpasste Chancen, Mann. So. So, das ging ja relativ schnell. Ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat. 10 Minuten alles, ne? Dann machen wir mal hier das mit dieser Kutsche, ne? Machen wir die auch nochmal, ne? Die restlichen Dinger, die haben wir ja schon letztens ein bisschen angefangen, ne? Ja, die dauern halt nur ein bisschen lange, das ist ein Problem, ne? Ich glaube, jede Fahrt dauert so 2 Minuten oder so. Ah, jetzt müsst ihr ja nicht mal anschauen. Sonst den Sammel von Blumen eine gewisse Zeit Bonuspunkte, alles klar. Wenn ich so, dann oh, das Stories-Thema.
Ja, aber die hätten echt dieses Rhythmusspiel hätten sie ja reinlassen sollen. Dieses Spiel wäre auch. Zu dem Zeitpunkt war ja noch nicht Netland draußen, aber jetzt ist Netland draußen. Jetzt sind wieder neue Lieder rausgekommen, neue Charaktere mit neuen Trailern und neuen Liedern. Haben sie schon direkt wieder. Okay, ich habe ein Schild bekommen, ne? Ja. Also dem wird jeder Content dafür ausgehen, ne? Jede Version kommt ein neues Lied raus, jede. Ah, was weiß ich, ne? Deswegen sage ich auch, Honkai Star Rail ist so viel besser als Genshin. Das Spiel ist ein bisschen länger als ein Jahr raus und die haben schon irgendwie 5-6 verschiedene Modi, die man spielen kann. Und keiner von denen ist langweilig. So, das ging relativ schnell. Irgendwie war die Fahrt ein bisschen kürzer. So, ich glaube, das letzte Minispiel ist irgendwie so kämpfemäßig irgendwas, ne? So, ich beschleunige, alles klar. Das dauert jetzt 2 Minuten. Ja, das Spiel ist ja auch schon hier so ein halbes Rhythmusspiel, ne? Ich sammel allein, ja. Ich weiß nicht. Ah, das weiß ich, ne? Na, los, komm. Auch nicht so schwierig hier, ne? Länge der Fahrt ist das Einzige, was mich hier stört, weil hier so lange dauert. Und ich bin da eigentlich ein einziges Mal getroffen. Außer halt einmal, als ich den Schild hatte. Ich glaube nämlich nicht. Warum erinnert mich die Musik gerade an Kingdom Hearts? Die kommt mir gar nicht bekannt vor. Das ist wie Temple Run hier, ne? Heißt halt so. Da, boom. Ist jetzt überall perfekte Punktzahl. So. Na, und der letzte. Endlos, was? 6 Minuten? Sind doch nicht hier 6 Minuten dran, boah. Müsste halt aber ein bisschen schwieriger werden. Irgendwann. Hier in Honkai haben sie auch irgendwie so. Oh, upsala. Da haben sie ja auch irgendwie so noch andere Minispiele im Pinakuni. Ja, mit diesen. Wo du diesen Hanu hier spielen kannst. Da kannst du mit so einem Raketenwerfer hier schießen. Ich verstehe nicht, warum die ganzen Minispiele in Genshin nicht bleiben. Ich meine, tut sich dann niemand irgendwie drüber beschweren oder irgendwie tut das niemand verlangen oder so? Bin ich die einzige Person, die am meckern ist über Genshin? Bin ich die einzige Person, die so eine Hassliebe zu diesem Spiel hat? Ich weiß es nicht. Okay, auch bin ich. Ich treffe alle Dinger. Auch die gegenüberliegenden. So. Ich hoffe ja mal, es wird irgendwann schwer genug sein, dass ich hier irgendwann Game Over gehe oder so, ne? Aber 6 Minuten sind ganz schön lang. Ja, vielleicht gucken soll, wie viele Punkte ich brauche, ne?
hätte nur so lange spielen sollen. Nein, wir machen natürlich jetzt hier ganz. Das Spiel sagt 6 Minuten, dann machen wir 6 Minuten. Also ich will noch schneller sein, ich will noch schneller sein. Frühzeitige Auswertung verlassen. What? Ja, schon die maximalen Punkte. Na, jetzt mache ich das hier durch. Ich will noch schneller, ich will noch schneller. Irgendwie wäre ich aber nicht schneller. Morgen beginnt ja wieder hier mal ein neuer Monat. Dann kann ich wieder ein paar Sachen hier gucken, die ich mir kaufen kann hier im Shop. Meine ganze Gacha-Währung. Oh, jetzt bin ich schneller geworden. Wow. Dann kann ich mir wieder ein paar Gacha-Tickets und so was alles holen. Weil wir haben ja heute den, wir haben heute Halloween, wir haben ja den 31. Oktober. Immer noch, ja, wir haben immer noch. Ups. Ich habe kurz mal auf meinem PC das Datum nachgeschaut. Ja, die Uhrzeit. Ich wurde immer noch nicht getroffen. Aber wir haben noch 23 Uhr. Noch haben wir den 31. Aber in so gut wie allen Honkai, in allen Mihoyo-Spielen, die ich gerade am Spielen bin, habe ich im Moment gar kein Interesse, irgendwie Gacha zu spielen. Weil hier, ich weiß gar nicht, was jetzt hier als nächstes kommt hier in Genshin, für was für Charaktere da kommen. Ich muss mir die Nase jucken. Weil in Genshin ist ja jetzt Nahida und Hu Tao, habe ich ja beide die Charaktere, ne, brauche ich nicht. Ich habe mir echt schon überlegt, irgendwie mal die Waffe von Hu Tao zu holen. Das wäre dann die erste Charakterwaffe, die ich hätte. Weil ich brauche mal mehr 5-Sterne-Waffen. Ich habe nur 4 5-Sterne-Waffen. Und ich brauche mal eine vernünftige Waffe für Hu Tao. Aber ich will jetzt nicht, ich will jetzt erstmal gucken, was in der nächsten Gacha ist, weil naja, kommt in der nächsten Gacha irgendwas Geiles, was ich haben will, und dann habe ich hier meine Punkte vorballert, ne? Und ich muss ja auch für Kitlali hier sparen, hier diese pinkhaarige, die wir in der Story getroffen haben. Die ist erstmal Top Priorität, ne? Aber das wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern, bis die rauskommt, weil Kitlali wurde sehr spät erstmal angekündigt, ne? In der Story. Also die haben erst sehr spät getroffen. Die haben erst in den 3. Kapitel oder so getroffen, ne? Und ich nehme sehr stark an, es kommen erstmal eine Menge andere Charaktere vor, ja? Also Ororon hier, ne? Und Mavuika hier, die Pyroarchon, die kommen wahrscheinlich alle schon vor Kitlali. Das heißt, oder diese andere rothaarige, nur diese kleine, bei der, die würde ich auch noch pullen, aber dann wäre es das auch schon, weil nicht die Netland Charaktere interessieren mich irgendwie nicht so, wenn ich ganz ehrlich bin. Molani hat mich interessiert, also ganz offensichtlich, ich habe sie ja gepult, ne? Katrina habe ich umsonst bekommen. Ceylon hat mich nicht interessiert. Wer kam noch? Kinich hier, Sasuke, dann Ororon interessiert mich nicht. Hier diese Rothaarige, die ihre Schwester verloren hat, interessiert mich nicht. Mavuika interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht. Ich weiß nicht wieso. Sie ist ein Archon, deswegen müsste sie mich eigentlich interessieren, aber irgendwie tut sie es nicht. Ich finde ihr Design nicht so gut, ihr Charakter auch nicht. Weiß nicht. Muss nicht unbedingt. Ich habe schon die Archons, die ich haben wollte. Und ja, die Charaktere wurden schon alle vor Kitlali ich wurde zum ersten Mal getroffen. Nein. Mein perfekter Run. Und ja, die ganzen Charaktere, die wurden alle schon vor Kitlali angekündigt, ne? Oder vorgestellt in der Story. Deswegen glaube ich nicht, dass sie irgendwie Kitlali irgendwie vorziehen. Ne? Also die kam erst sehr, die wurde erst sehr spät angekündigt. Ne? Also nehme ich jetzt nicht an, dass sie irgendwie vor all diesen Charakteren erstmal rauskommt in der Gacha. Das heißt, da wird noch ein bisschen dauern, bis die rauskommt.
Na, boom. Wie viele alles hier? Wie viele Dinger habe ich? So, 4. Ja, vielleicht durch für diese Waffe, weil die Waffe von Tau ist gut. Ne? Und ich brauche mal anständige 5-Sterne-Waffen. Ja, vielleicht mache ich einfach nur den. Da gibt es auch eine andere 4-Sterne-Waffe, die ich noch nicht habe. Ich sollte ein bisschen öfter die Waffen-Gacha spielen. Aber erstmal muss ich gucken, was in der nächsten Gacha 18 Tage hat, auch noch ewig. Ich warte erstmal, bis die nächste Gacha hier angekündigt wird. Und hey, ich kann mir ja Candice abholen. Boom. Tisch. Cool. Ich wollte ehrlich gesagt auch irgendwann mal Candice hier benutzen. Aber ich tue jetzt erstmal meine ganzen Charaktere auf Level 89 oder 90 bringen. Und da gucke ich erstmal wieder weiter. So, oh nein, ich hatte sie schon maximiert. Ja, dann habe ich natürlich Entschädigung nur bekommen, ne, glaube ich. Jetzt nicht drauf geachtet. 5 Dinger, ist das richtig? Ja, ne? Warte mal. Jetzt habe ich auch gerade diese Kutsche freigeschaltet. So, Razor und Ember möchte ich nicht. Ja, ich habe 5 Dinger bekommen. Das ist ein Charakter. Na, guck mal, was hier ist, ne? Das ist noch dieses Kampfdingen. Das ist diese Blumenritter-Dingen. Da müssen wir ein bisschen kämpfen, da müssen wir uns jetzt ein bisschen anstrengen, glaube ich. Ne, upsala. So. Ich glaube nicht, dass ich schon auf den kleinsten Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, die Dinger mache ich auf Screen. Ja. Weil die können ganz schön schwierig sein. Ich versuche mal auf den höchsten Schwierigkeitsgrad. Was genau müssen wir hier machen? Assistenzmodell, die maximale der Atomikia-USM-Dende um die Elementarkunde Spezialität erhöht. Von was hängt das ab? Figuren erhalten zusätzliche Szenendarstellungen. Okay, ich habe nur gesehen, HP werden erhöht. Von daher, Hutao, Purina. Und Wasser. Noch ein Feuercharakter, ja. Guck mal. Ich krieg jetzt wahrscheinlich voll aufs Maul. Aber guck mal, dieser Spielmodus. Ich glaube, den Spielmodus mache ich hier offscreen. Oh, nee. Ach. Ich sehe nur diesen Raum, da kriege ich schon wieder die Krise. Das ist ja der gewundene Abgrund hier, wo der einzige. Okay, der eine von zwei Mini-Endgame-Modusen. Guck mal. Furina wurde jetzt gekrönt. Sie müsste jetzt eigentlich stärker sein. Soweit die Theorie jedenfalls. Oh ja. Guck mal, wie schwer es hier ist. Ich rechne sehr schwer. Und diese Modus sind immer schwierig auf den höchsten Schwierigkeit ran. Boom. Ja, komm, Bom. Los, mich. So. Mich am Gewinn, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie viele Punkte ich brauche. Ich rechne mal mit so, weil nicht 5000 irgendwie so was. Ist normalerweise immer so der Fall. Na, komm her. Mal von meinen ganzen Charakteren, die ich hier trainiere, ne? So, du Stück. Okay, ich habe schon 5000 Punkte, was? Ja, dann bestimmt 8000 oder irgendwie sowas, ne? Ist normalerweise immer viel schwieriger hier alles. Ja, vielleicht sind meine Charaktere auch ausnahmsweise mal stärker. Weil nicht so 6000 ist das genug. 6700. So, Gold. Okay, wir brauchen dich. 5000. Na komm, machen wir das.
So. Spezialattack. Vier Figuren, wenn sie ihren Inventarfähig auslösen. Ja, da schon. So, wenn sie ihre Inventar. Achso, je öfter ich das da oben einsetze, desto eher wird der Balken erhöht, ne? Erhöht die Verteidigung aller Truppenmitglieder um jeweils. Okay, Verteidigung brauche ich. Ich habe nicht viele Verteidigungscharaktere. Ich habe Chiroi, das war's. Ich habe Kachina. Warte. Ja, den kann ich platzieren, ne? Außerdem in der Position eine ritterliche Druckwelle. Ich glaube, die beiden hier spielen, ne? Versuchen. Machen wir mal. Ah, volles Geo-Team, ja. Ich gebe jetzt auch jedes Ding nur einen Versuch hier, ne? Ach, boah. Ah, ich weiß nicht, wie Goro übrigens funktioniert. Genau, ich soll meine Fähigkeiten einsetzen, ne? 5000 Punkte bei euch, ne? Ja, das schaffe ich nie im Leben. Naja, schaffe ich nie im Leben. Das wäre ich wieder mit stärker, ne? Ja, Leben. Ach ja, ich muss bei ihm gedrückt halten, ne? Nee, das läuft schon schlimmer, ja. Ah, da sehe ich auch noch zwei. Nein, von was wurde ich eingefroren? Wo ist ja Wasser? Naja, hier läuft schon schlimmer. Komm her. Nee, da wird nichts. Kann ich mal zu Ende reden. Nee, ich habe halt nicht so viele Verteidigungskarte. Okay, da muss ich noch mal auf Screen machen. Oder auf einen niedrigen Schwierigkeitsgrad, wenn ich da genug Punkte krieg. So, schau mal hier. Gegen eine Reaktion Kristallisation auslöst. Also schon wieder Dingens. Erhöht den Geoschaden aller Truppenmitglieder jeweils um, wenn die Darstellung, dann nehme ich auch Navia mit. Kristallisation, das heißt, ich muss die ganze Zeit irgendjemanden hier. Da kann ich Barbara mitnehmen. Ach, ich habe ja auch Yunjin. Boah. Elementarteilchen. Ich würde sagen, so machen wir das, ne? Okay. Oh Gott. Oh, hier hätte schon Animo mitnehmen sollen. Boah. Warte mal, muss ich die einsammeln oder muss ich die aktivieren? Nur? Ich glaube, ich muss die nur aktivieren, ne? Ja, ich muss eigentlich nur Geo, ja, Schaden machen. Ja, ja. Um sozusagen die Reaktion auszulösen. Fire Dash. Oh ja. Ja, läuft besser, aber ist auch nicht gut. Ne. Ja. Was ist denn da? Was
Ich habe schon wieder ihre Ultimate gleich fertig. Okay, eine Runde haben wir geschafft. Aber ob das nochmal was bringt, ich weiß nicht. Kommt ihr dran? Ich krieg noch 200 Punkte für das alles. Mein Gott, ey. Boah. Häng schon wieder dich hin. Ja, ja. Da hätte ich nicht mal meine Ultimate hier durchmachen. Ja, gut, da muss ich auf Screen nochmal versuchen. So. Wenn sie ihre Elementarfähigkeit auslösen. Also wenn sie verursacht Schaden. Elementarfähigkeit verursacht Schaden, alles klar. Das heißt. Elementarfähigkeit Schaden. Ja, mal ihn. Gegen was für Gegner kämpfe ich hier? Doch. Elementarfähigkeit. Na, hier da würde ich sagen, ne? Also jeder, der seine Elementarfähigkeit schnell einsetzen kann. Das ist nicht so ein gutes Team. Egal. Oh, das. So. Da ist nur einer. Extra Charaktere genommen, die schnell ihre Elementarfähigkeit einsetzen können. Jetzt ist hier weggegangen. Und bleibst du ungefähr hier? Boah, da kommt immer noch ein Gegner. Oh mein Gott. Das ist da schon jetzt frustrierend, ey. Oh Gott. Nee, da wird auch nichts. Obwohl, 5000. Oh ja. Hey, aber nur ein Gegner kommt, ne? Kriegst du mit solchen Punkte sammeln? Wo bist du? Ne, nie im Leben. Ah, 4000, komm. Das gibt's nicht. Ah, wenn ich hier mitten. Ah. Genauso läuft er dem gewundenen Abgrund die ganze Zeit ab, ey. Viel zu schwierige Kämpfe. So, reicht nicht Level. Ah, krieg ich nur viermal so viele Punkte. So, warte mal hier. Wenn sie ihre Spezialfähigkeiten auslösen. Da habe ich ehrlich gesagt Kuching und sie jetzt gedacht. Die Aufladerate. Oh. Immer Mona. Und ich glaube, ich brauche gar keinen Heiler, ne? Also Mama. Weiß das Schlimmste, was passieren kann, ne? Weiß ja, sie wird ja immer stärker, ne? Pro Aufladerate. Stop!
お前にやろう。無我の剣。So, ich gehe mal hier alles so und leash und den ganzen Charakteren, ne? Den ganzen Gegnern, aber es bringt alles nichts. Die Fähigkeiten sind mal fertig direkt. Danke, ey. Na, auf das hat Wert, ich glaube nicht. Ich nur Ultimates einsetzen. Ja, ich komme immer noch. Ich komme nicht. Schafft das nicht rechtzeitig. Ah! Mal schon wieder aus dem Reichweite. Ja, kann heißt die Hälfte der Belohnung kriege ich schon wieder nicht her, weil die halt wieder so schwierig gemacht haben. Die Charaktere sind alle Level 90, ey. So unglaublich schlecht gebildet sind die auch nicht. Ja, sieht man ja, was das alles bringt, ne? So, was? Ich hatte gar nicht 5000. Ah, nee, ich habe noch gar nicht angenommen gerade, ne? So, da ist die Hälfte der Belohnung kriege ich hier wieder nicht, außer ich schaffe das auf Screen noch irgendwie. Ah ja, da kann ich wieder mich drum ärgern, ne? Weil wieder voll frustrierend sein wird. Und ja, die Events, die kann man ja nicht nachträglich noch mal spielen. Das heißt, ich kann das auch nie ändern. Im Gegensatz zu Honkai. So, jetzt haben wir alles erledigt. So, das müsste jetzt so ungefähr 2,5 Stunden gewesen sein, ne? Und ja, das heißt, wir haben jetzt wieder, bis das nächste Event kommt, in nächste Woche irgendwann wahrscheinlich wieder, ne? Haben wir erstmal wieder alles in Genshin erledigt, ne? Ich meine, wir haben nicht alles erledigt. Wir haben immer noch hier ganzen Legendenaufträge, die ich immer noch nicht gemacht habe, weil ich halt keine Zeit habe hierfür. Und ja. Gut, dann mache ich hier ein Feierabend, Entschuldigung. Und wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn es mit der Story weitergeht. Ich hoffe jetzt nicht, dass jetzt doch mal irgendein wichtiges Event kommt, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Und ja, wir sehen uns dann einen halben Monat oder so wieder. Da will mir jemand beitreten. In 18 Tagen müsste spätestens, ja, wenn jetzt nichts kommt irgendwie, dann spätestens in 18 Tagen kommt jetzt erstmal wieder was. Das heißt, wir haben jetzt so einen halben Monat erstmal Ruhe vor Genshin, nehme ich an. Na gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen, für jene, die ja vorbeigeschaut haben, die sich das angeguckt haben, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und ja, vergiss nicht, Naida herzlichen Glückwunsch zu wünschen, ne, unter diesem Video. Das wäre sehr lieb. Und ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich warte hier ganz unauffällig, genau darauf habe ich gewartet. Bis die Ding jetzt hier kommt, die Idle Animation. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder in Genshin Impact, ne? Tschüssikowski, Leute.